Ich freue mich, Sie hier im Namen der Jury des Jakobschen-Preises begrüßen zu dürfen. Dieser Preis wird von 4 Organisationen vergeben, und zwar schon seit einigen Jahren. Einerseits von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, auch als MEMO-Gruppe bekannt. Dann von deren, man kann sagen, europäischen Pendant, nämlich der Euro-Memo-Gruppe von inzwischen, glaube ich, auf 400 angewachsenen kritischen Ökonomen aus ganz Europa, die sich in der Regel einmal jährlich treffen, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des bis vor kurzem existierenden, im Augenblick in Umbau befindlichen wissenschaftlichen Beirats des Netzwerks ATTAC Deutschland. Mit Ausnahme der Rosa-Luxemburg-Stiftung war Jakub Schmidt an der Gründung und am Laufen lassen und in Betrieb nehmen und in Betrieb halten all dieser 3 Organisationen beteiligt. Bevor ich aber ein paar Sätze zu der Geschichte dieses Preises sage, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Universität Bremen und bei der Bremer Bürgerschaft bedanken, dass sie es ermöglicht haben, diese Preisverleihung im Rahmen der 50-Jahresfeier der Universität Bremen zu organisieren. Ich wünschte mir sehr, dass meine eigene Universität, die Freie Universität Berlin, zu einer ähnlichen Courage finden würde und sich ihres linken Erbes zumindest einmal erinnern würde. Aber das wird für die Dauer meines Lebens ein Wunschtraum bleiben. Das wird nicht geschehen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier in einem relativ harten, strikten Zeitmanagement sind, und ich bin nicht besonders qualifiziert in dem Einhalten solcher Regeln, aber ich versuche mein Bestes. Wir werden nach 3 Grußworten, auf die ich mich schon jetzt sehr freue, 2 Festbeiträge hören, und anschließend wird es eine ganz kleine 10-minütige Pause geben, bevor dann die Würdigung der 3 Preisträger des diesjährigen Jörg-Hufschmidt-Preises erfolgen werden. Ich bitte Sie ganz herzlich, alle Kommentare, Fragen, die Sie an einzelne der Referenten haben werden, auf den geselligen Teil danach zu verschieben. Anders kriegen wir das nicht geregelt. Zunächst einmal vielleicht ein paar Bemerkungen dem Jörg-Hufschmidt-Preis. Jörg Hufschmidt hat ja nicht nur hier an der Universität Bremen, dafür sprechen dann auch die Tatsache, dass nicht nur eine Vertreterin der Universität und ein Vertreter der Bürgerschaft bzw. des Senats hier sprechen werden, sondern auch ein Vertreter der IG Metall weit über die Universität hinaus Einfluss genommen, vor allen Dingen mit seinem Hauptthema, dem Problem der deregulierten Finanzmärkte und der Notwendigkeit zivilgesellschaftlichen Engagements, aber auch wissenschaftlicher Arbeiten dagegen anzusteuern. Jörg selber hat im Laufe seines Lebens auch viele andere Themen bearbeitet. Ich selber habe nur in einem Projekt mit ihm zusammengearbeitet. Da ging es um die leider nicht so rosige Zukunft des europäischen Sozialmodells. Das ist einer der Gründe, weshalb wir im Laufe der Zeit das Themenspektrum der Arbeiten, die eingereicht werden können für den Jörg-Hufschmidt-Preis, doch deutlich erweitert haben. Zunächst waren es in der Tat vor allen Dingen Fragen der Europapolitik und der Finanzmarktpolitik. Inzwischen, das ist erkennbar aus den Preisträgern der letzten, also aus den von uns gewürdigten Arbeiten der letzten Jahre, hat sich dieses Themenspektrum doch deutlich erweitert. Zum ersten Mal wurde der Preis 2011 vergeben, und zwar mit Ausnahme des heutigen Tages war das die einzige Promoventin, die den Preis bekam. Danach waren es immer Männer, die als für ihre Doktorarbeiten geehrt wurden. Damals war das Nicola Liebert, die bei Elmar Altvater an der Freien Universität Berlin über Finanzmarktregulierung promoviert hatte. Danach waren es vor allen Dingen Männer, aber nicht nur auf der Ebene der Masterarbeiten, die wir danach
also in der darauffolgenden Runde 2013 zusätzlich vergeben konnten, kam auch einmal eine Frau zum Zuge. Insofern ist die heutige Preisverleihung, das werden wir ja noch bemerken, in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Nicht nur, dass wir drei Arbeiten prämieren, ich sage dazu gleich noch etwas, sondern dass der Anteil der Frauenquote bei unseren Promotionen enorm in die Höhe geschossen ist und wir haben das nicht im Hinblick auf das Geschlecht der Verfasserinnen, Verfasser der Promotionen getan, sondern weil wir wirklich völlig konsensuell, ohne jeden Konflikt, wir hatten schon viele Konflikte in dieser Jury, aber dieses Mal nicht, uns auf diese drei Kandidaten geeinigt haben. Ich bin damit schon bei diesem ungewöhnlichen Verfahren. Wir haben seit der zweiten Vergaberunde gesplittet in eine preiswürdige Doktorarbeit und eine preiswürdige Master- bzw. Diplomarbeit, weil es uns nicht so richtig fair erschien, beides gleich zu begutachten. Aber andererseits auch Nachwuchswissenschaftler, wenn sie mal irgendwann eine Promotion schreiben sollen, vielleicht auch vorher schon ermutigt werden sollen und deswegen die Idee mit den Masterarbeiten. Dieses Jahr war es in der Tat so, dass wir sehr unglücklich waren über die Masterarbeitseinreichung und es gab auch darüber in der Kommission, also in der Jury, einen Konsens, nämlich, dass wir eigentlich keine der Einreichungen für preiswürdig befunden haben. Stattdessen hatten wir eine Situation, die völlig ungewöhnlich war, nämlich, dass 23 Einreichungen da waren. Das lag zum Teil auch daran, dass über die Einbeziehung der sogenannten Euromemo-Gruppe viel mehr Kandidaten, Kandidatinnen auch eingereicht haben, die nicht unbedingt in Deutschland studiert haben und promoviert haben. Dadurch wurde das Spektrum größer. Es waren exzellente Arbeiten darunter und wir hatten unsere liebe Mühe, diese drei auszuwählen. Also ich will noch mal betonen, es war nicht Faulheit der Jury, dass wir jetzt drei Arbeiten prämieren. Alle drei Arbeiten zeichnen sich durch einen hochinnovativen Beitrag aus. Alle Arbeiten sind wunderbar geschrieben, alle Arbeiten zeichnen sich durch eine große Methodenvielfalt aus, darunter in der Tat auch ethnografische Methoden, die hat man schon lange nicht mehr in Promotionen gesehen. Also sehr häufig taucht es inzwischen als Muster aus dem angelsächsischen Raum aus, dass man durch die Literatur hindurchgeht und sich dann ein kleines Fitzelchen heraussucht, an dem man eine Besonderheit herausarbeitet, die man dann selbst vertieft. Nein, es waren wirklich Arbeiten, die sehr, sehr innovativ. In dem einen Fall geht es um, ich verrate nichts, die Laudatoren werden das dann später ausführlicher behandeln, um so etwas für Bremen natürlich auf der Hand liegende, wie die Handelsschifffahrt und die Arbeitskulturen oder Kultur, das wird dann sich noch herausstellen, auf denselben. Im anderen Fall geht es um die Folgen, die Algorithmisierung, ich will es nicht Digitalisierung nennen, von Arbeitsverhältnissen haben, einerseits in Bereichen der Plattformökonomie, aber auch von Industrieunternehmen. Und ich verrate kein Geheimnis, was der Autor in dieser Studie macht, ist zu zeigen, dass bevor bereits Maschinen die Arbeit übernehmen, Menschen dazu gebracht werden, wie Maschinen zu operieren. Und das ist in der Tat eine etwas bedrückende Angelegenheit. Und die dritte Arbeit, die bereits schon prämiert ist in verschiedenen Kontexten, dreht sich um Wasser und damit natürlich indirekt auch Landkonflikte in Irland und in Australien. Also wir haben ein sehr breites Spektrum von Themen, von dem ich denke, Jörg Hufschmidt würde sich freuen, wenn in seinem Namen diese Preisverleihung ergehen würde. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz herzlich den drei Überbringern der Grußworte danken, weil ich glaube, das wird für uns eine besondere Ehre sein, von allen drei Institutionen, also über Frau Professor Jutta Günther von der Universität Bremen, Dr. Carsten Sieling vom Bremer Senat bzw. als ehemaliger Bürgermeister und von Dieter Reinken,
als ehemaliger erster Bevollmächtigter der IG Metall Bremen hier eingeführt zu werden, um dann die etwas längeren Beiträge von Professor Dr. Heide Gerstenberger und Professor Rudolf Hickel, beides Bremer Urgewächse, kann man vielleicht so sagen, etwas zum Zusammenhang von Jakubsche, dem Preis und Bremen zu erfahren. Ich bitte jetzt mehr oder weniger direkt Sie heran und ich versuche dann irgendwie die Zeit trotzdem im Blick zu behalten, also Sie selber auch vielleicht. Bitte. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank, Frau Mahnkopf. Meine sehr geehrten Mitglieder der Jury zur Verleihung des Hufschmidt-Preises, liebe Frau Grasmeier, liebe Frau Muhr, lieber Herr Schaub, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie im Namen der Universität Bremen und als Mitglied des Rektorates der Universität Bremen heute begrüßen darf zu dieser Festveranstaltung. Der Hufschmidt-Preis wird ja schon zum 6. Mal verliehen. Aber erstaunlicherweise, obwohl Jörg Hufschmid hier die Wirkungsstätte in Bremen hatte, ist es das erste Mal, dass der Preis hier in Bremen verliehen wird. Und das ist schon erstaunlich, aber der Anlass, der ist ein ziemlich erfreulicher. Wir fügen das nämlich ein in die 50-Jahr-Feierlichkeiten unserer Universität. Und somit die Festveranstaltung heute ist Teil einer ganzen Serie, einer ganzen Reihe von Festveranstaltungen, die wir dieses Jahr durchführen, um den Geburtstag unserer Universität zu feiern. Und insofern ist das eine besonders schöne Gelegenheit, die Preisverleihung heute hier in Bremen zu vollziehen. Die 50-Jahr-Feierlichkeiten unserer Universität stehen unter einem Motto. Und das lautet: freie Lehre, freie Forschung, freier Geist, offen seit 1971. Und jetzt hatte ich leider nicht die Möglichkeit, die Gelegenheit, Jörg Hufschmid persönlich kennenzulernen, aber nach allem, was ich über ihn gehört habe, ein bisschen gelesen habe, denke ich, dass dieses Motto ihm sehr gut gefallen hätte. Jörg Hufschmid wurde ja 1973, das habe ich nachgelesen, Mitglied des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft. Er wurde Professor für politische Ökonomie in dem Fachbereich, in dem ich übrigens auch neben meinem Amt als Konrektorin Hochschullehrerin tätig bin. Und es waren natürlich besondere Zeiten. Wahrscheinlich werden wir nachher noch vieles darüber hören und darauf bin ich auch sehr gespannt. Der Fachbereich betont, dass er der Fachbereich für Wirtschaftswissenschaft ist und nicht für Wirtschaftswissenschaften. Der Singular, der ist uns sehr wichtig, der wird auch immer wieder betont, auch bis heute in unserem Fachbereich, denn es geht uns um die Einheit oder die Einheit in der betriebswirtschaftlichen und in der gesamtwirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Erkenntnis. Das soll nicht getrennt sein, das soll eine Einheit bilden. Man soll betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftlich-gesamtwirtschaftliche Erkenntnisse zusammenfügen. Und das war das Anliegen schon in der Gründung des Fachbereiches und das ist etwas, was sich bis heute immer wieder spürbar macht. Und ob es dann in der Praxis immer gut gelungen ist, im Fachbereich, im Fach, bei jedem Einzelnen, darüber kann man, glaube ich, debattieren. Das heben wir uns auf für den Umtrunk später. Das ist sicherlich etwas, worüber man diskutieren kann. Im Mittelpunkt heute Abend stehen aber Sie als Preisträgerinnen und Preisträger. Frau Mahnkopf, Sie haben schon gesagt, drei hochinteressante Arbeiten, drei wunderbare, spannende Themen, die vorgelegt wurden, die heute auch noch präsentiert werden. Es geht um globale Wirtschaftsveränderungen, es geht um die Algorithmisierung von Arbeitswelten. Das sind wirklich hochspannende Themen und auch Methoden, mit denen Sie gearbeitet haben. Und was mich aber auch besonders fasziniert hat beim Blick in die Unterlagen, ist, dass Sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen in Ihren Arbeiten. Und das finde ich großartig. Und so sollte es sein. Sie stehen ja als relativ kurz Promovierte, vor kurzer Zeit Promovierte, noch relativ am Beginn Ihrer wissenschaftlichen Karrieren.
Und Sie haben sich sicherlich noch eine ganze Menge für Ihre berufliche Laufbahn vorgenommen. Und als Konrektorin bin ich nicht nur für Forschung und Transfer zuständig, sondern auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und ich führe regelmäßig viele Gespräche mit unseren jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und werde auch oft gefragt nach den Methoden oder dem besten Weg für eine gute wissenschaftliche Karriere. Aber neulich hat mich eine junge Doktorandin gefragt, was ist eigentlich der größte Fehler, den man machen kann in einer wissenschaftlichen Karriere? Und die Frage fand ich ziemlich gut. Die hatte mal eine ganz andere Wendung. Und da habe ich einen Moment nachgedacht und habe gesagt, der größte Fehler, den man machen kann, ist seine innere Unabhängigkeit verlieren. Und diesen Fehler sollten Sie nie machen. Und ich sehe in dem, was Sie in Ihren drei Doktorarbeiten, in Ihren Promotionen gemacht haben, eine große Unabhängigkeit, einen freien Geist. Und den sollten Sie sich unbedingt bewahren. Das wünsche ich Ihnen und ich wünsche uns allen einen wunderschönen, einen fruchtbaren, einen produktiven und unterhaltsamen Abend. Vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Birgit Bahnkopf, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Anwesende, ich bin heute nicht hier und kann es ja gar nicht mehr sein für den Senat, wobei ich an der Stelle sagen will, dass gerade dieser Senat und ich glaube der gesamte Senat, aber natürlich auch bis hin und besonders für Andreas Bovenschulte als Bürgermeister sich sehr darüber freuen, dass die Veranstaltung heute hier ist. Und ich spreche hier auch nicht als Bürgerschaftsabgeordneter, der ich zwar bin, aber ich bin hier ganz sozusagen auch als Person und freue mich sehr, dass ich das tun kann heute, weil Jörg Hufschmid ja einer derer gewesen ist, einige weitere sitzen hier im Saal, die dafür verantwortlich sind, dass ich Bremer geworden bin. Sind deshalb dafür verantwortlich, weil es, als ich nach sozusagen wackeliger Schullaufbahn, Berufsausbildung, mich dann entschlossen habe, auch über politische Impulse oder sehr stark über politische Impulse zu studieren und die Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg mich auch nach Aufnahmeprüfung genommen hat, dann die Frage stand, wie geht das jetzt weiter? Und dann war es sozusagen der unwiderstehliche Charme der roten Kaderschmiede. Das will ich hier mal sehr deutlich sagen, der roten Kaderschmiede, aber insbesondere natürlich die Ökonomie, die für mich auch der Schwerpunkt war, Volkswirtschaft war dort der Schwerpunkt. Und damit jemand wie Jörg Hufschmid, aber eben auch andere, die mich dazu gebracht haben. Und das eben auch, weil das war der erste wichtige Punkt, ich natürlich geguckt habe nach einer Herangehensweise an die ökonomischen Fragen, an die gesellschaftlichen Fragen, an die politischen Fragen, aus Arbeitnehmersicht und mit arbeitnehmerorientiertem Hintergrund. Das war mir immer wichtig und war der Angang. Und da ist es natürlich jemand wie Jörg gewesen, aber eben andere auch, Rudi Hickel und viele, viele andere, die dafür gestanden haben. Das Zweite war diese Makroökonomie, diese Herangehensweise, diese Konzeption und natürlich die nicht nur die keynesianische Rückbindung, sondern insbesondere auch die marxistische Analyse, die Verbindung beider und daraus mehr zu machen als Theorie, als Diskurs, sondern immer auch zu gucken, wie es in die Praxis geht. Und der dritte Punkt hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Ich habe natürlich Veranstaltungen dann in Bremen gemacht, bei Jörg, bei vielen anderen und Nach meiner Zeit habe ich dann noch mal später berufsbegleitend promoviert und Jörg war mein Erstgutachter und hat meine Promotion, und das ist vielleicht ein drittes Thema, was mit ihm verbunden ist, die Friedenspolitik, und ich habe promoviert zu regionaler Strukturpolitik und Rüstungskonversion und das war eine weitere Bindung und etwas, was Jörg ausgezeichnet hat. Und dieses Dreieck aus sozusagen Arbeitnehmerorientierung, kluger, tiefer, makroökonomischer Fundierung und einem
politischen, gesellschaftlichen, friedenspolitischen Herangehen, das waren drei entscheidende Dinge, für die er gestanden hat und weshalb es großartig ist, dass es diesen Preis gibt. Und ich will mich hier auch sehr bedanken bei den Trägerinnen und Trägern, den Initiatoren, dass es diesen Preis so kontinuierlich gibt. Ganz großartig, ganz toll, und dass wir das dann hier in Bremen machen können. Jutta, du hast es ja natürlich nochmal mit der wunderbaren Verbindung unseres 50-jährigen Universitätsjubiläums gesagt. Das ist sehr, sehr gut, und ein bisschen ist das heute eine Veranstaltung, die diesen unwiderstehlichen Charme der Roten Kaderschmiede hier in diesem Zusammenhang einmal ein weiteres Mal stärkt, und das können wir gut gebrauchen. Vielen Dank, alles Gute und Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Preisträger. Ja, sehr geehrte Frau Professor Mahnkopf, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich bedanke mich zunächst mal sehr herzlich für die Gelegenheit, hier heute etwas sagen zu dürfen, ein paar Grußworte sagen zu dürfen. Ich stehe hier als Gewerkschafter, als ehemaliger Hauptamtlicher, will etwas dazu sagen, welche Bedeutung kritische politische Ökonomie für mich, für uns hatte. Das jetzt aber weniger aus der Sicht sozusagen der Stabsabteilung. Ich gehe mal davon aus, dass heute wie früher die Kontakte zwischen den Wissenschaftlern und unseren Stabsabteilungen in den Gewerkschaften mehr oder weniger gut sind, sondern mehr so aus der Sicht von unten. Ich merke, das scheint nicht so zu sein. Egal. Mehr so aus der Sicht von unten, sozusagen jemand, der Zeit seines Lebens sich mit dem beschäftigt hat, was Ökonomie ganz konkret im Betrieb bedeutet. Gewerkschaftsarbeit fordert, wenn man sie politisch begreift, dass man die Bewegungsgesetze des Kapitals zumindest versteht, annähernd. Dass man die Bedingungen von Ungleichheit, von Abhängigkeit, von Klassenverhältnissen versteht. Und es bedeutet, dass man sich mit den konkreten Änderungen des Kapitalismus immer wieder auseinandersetzt, weil es immer noch um die Frage der Verteilung des Mehrproduktes geht, die Art der Produktion, die Art der Arbeit, um Mitbestimmung und heute mehr denn je um die Frage der Gestaltung von Arbeit, der Zukunft von Ökonomie und Ökologie. Insofern ist kritische politische Ökonomie, wie sie geprägt worden ist hier an der Bremer Universität mit Namen wie Jörg Hufschmidt, nötiger denn je, aber auch kritische Ökonomie mit Parteinahme. Denn wir stehen ja nach wie vor großen Verteilungsauseinandersetzungen. Wir stehen nach wie vor in Auseinandersetzungen, die sozusagen die dominierende Kraft des Kapitals und die ideologischen Verbrämungen, die das in den Betrieben, in den Köpfen der Menschen hinterlässt, durchfechten müssen. In solchen Auseinandersetzungen, die wir führen müssen als Gewerkschaften in den Betrieben, spielt die Frage nach Legitimität von Forderungen, von Positionen immer eine große Rolle. Und Legitimität, also etwas als richtig zu empfinden und dann dafür auch zu kämpfen, bedeutet immer, dass die Überzeugungskraft der eigenen Argumente stärker ist als die Argumente der Gegenseite. Stichworte wie der eigene Betrieb, die Konkurrenzfähigkeit, der Niedriglohnbereich, die Drohung mit Arbeitslosigkeit. Das sind ja Dinge, die die Menschen jeden Tag beeinflussen. Und das wird ja nicht nur auf Gewerkschaftsveranstaltungen transportiert, wo wir unter uns selber sind und uns sozusagen gegenseitig katholisch reden können, sondern das wirkt in den Köpfen der Menschen außerhalb von internen Veranstaltungen, wirkt dort, wo die Menschen in Betrieben zusammenarbeiten. Und wenn es so einfach wäre, dass man nur mit guten Argumenten gewinnt, dann würden ja wir, die Guten, immer gewinnen. Aber wir wissen, dass zwischen dem, was an Argument und an Durchsetzungskraft ist, immer noch ein kleiner Raum ist. Wir hatten vor einigen Jahren mal eine Tarifverhandlung hier in Bremen. Rudi erinnert sich. Da hatten wir ihn als Experten für Ökonomie in der Auftaktveranstaltung. Und wie das dann so ist, Rudi, rhetorisch brillant, eine überzeugende Rede gehalten. Die Vertreter des Kapitals waren still, waren sprachlos. Bodenständige Manager wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. Irgendwann kam dann der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, der Herr Kramer, aus dem Schützengraben, nachdem das rhetorische Trommelfeuer vorbei war, und sagte, naja, was soll das denn jetzt? Etwas beleidigt, wir können ja nächstes Mal auch einen Professor mitbringen. Es war völlig klar, es war uns völlig klar, die werden nicht einknicken, nur weil wir einen sehr guten, brillanten Vortrag gehört haben. Aber es ist so, dass dieser brillante Vortrag in den Köpfen unserer Leute wirkt. Und sie gehen stolzer aus einer Verhandlung raus, sie gehen selbstbewusster raus. Sie sagen, wir haben gute Argumente. Und sie gehen dann in die Betriebe und sagen, wir haben gute Argumente gehört und wir können diese Auseinandersetzung um die Verteilungsgerechtigkeit führen.
Es gab und gibt immer gute linke Positionen von Wissenschaftlern zu all dem, was an neoliberalem Unsinn geäußert wird. Und wichtig ist es, dass man sich mit Empathie für die Beschäftigten positioniert. Das kann einem als Funktionär, sage ich mal, auch gelegentlich auf die Füße fallen. Ich erinnere mich an eine Vertrauensleiterversammlung beim Daimler, das ist ja immer besonders kritisch, wo wir ein Ergebnis einer Tarifaussetzung erklären mussten, oder ich, nicht wir, sondern ich. Und dann ein Vertrauensmann aufstand und sagte, da war doch hier vor ein paar Monaten so ein Professor, der hat uns doch genau erklärt, was wir eigentlich brauchen und was eigentlich das richtige Ergebnis sein muss. Wieso habt ihr denn jetzt weniger unterschrieben? Das ist dann sozusagen die harte Realität, die auch mit dazugehört, dass man einen kritischen Dialog mit der Wissenschaft sucht und den kritischen Dialog dann aber auch so führt, dass man sich über Grenzen und Möglichkeiten dessen, was man gemeinsam hinkriegt, im Klaren ist. Stärkt das Selbstbewusstsein der Menschen, das ist meine Erfahrung, gerade auch mit dem, was in Bremen an kritischer politischer Ökonomie entwickelt worden ist. Es stärkt das Selbstbewusstsein der Menschen, wenn man das auch in die betriebliche Realität, in die gewerkschaftliche Realität hineinträgt. Und es verändert dann auch sozusagen die Ausgangsbedingungen, die man hat. Und ich glaube, gerade heute, wo wir über das veränderte Verhältnis von Ökonomie und Ökologie nachdenken, ist es wichtiger denn je, dass wir auch in einen kritischen Dialog mit Wissenschaftlern über die Konsequenzen, über die konkrete Durchführung, die Auswirkungen von Transformationsprozessen diskutieren und nachdenken. Weil wenn heute im Handelsblatt steht, die Transformation bedeutet jede Menge gewinnträchtiger Expansionen, dann wissen wir genau, dass mit dieser Feststellung nicht geklärt ist, wer eigentlich von der Expansion profitiert und wer dabei auf der Strecke bleibt. Und darum zu kämpfen, wird eine große Aufgabe, glaube ich, in den nächsten Jahren. Und ich sage, ich glaube, es wäre gut, wenn wir zu diesen Fragen auch zwischen Wissenschaft und Gewerkschaft kontroverse Debatten führen. Jörg Hufschmidt hat das seinerzeit ja auch vorgemacht mit der Debatte über die Rüstungsproduktion. Da sage ich mal, das ist für eine Gewerkschaft, die in Rüstungsbetrieben, wo gute Arbeit, was die tariflichen und Arbeitsbedingungen angeht, vorherrscht, Menschen vertritt, auch nicht so ganz einfach gewesen und weiter nicht. Und ich glaube aber gerade, dass dieser Dialog, dieser kritische Dialog, auch wenn er schwierig ist, gewinnbringend weitergeführt werden kann. Ich finde diese heutige Preisverleihung, ich habe mir die Themen der Arbeiten ein bisschen durchgelesen, ohne dass ich von der Wissenschaft viel verstehe, ausgesprochen anregend. Und ich glaube, dass das, was mit sozusagen 71 hier auf den Weg gebracht worden ist, auch gerade in Bezug auf Arbeitnehmerorientierung, auch gerade in Bezug auf Gewerkschaften, durchaus verdient, weiterentwickelt zu werden, weil beide Seiten da sehr viel voneinander lernen können. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass es auch an der Bremer Universität, wenn ich mal so an den Bereich Arbeitssoziologie denke oder an den Bereich Geschichte denke, noch ein paar andere Anknüpfungspunkte für mehr Orientierung auch auf das, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lande sind, gäbe. Herzlichen Dank den Teilnehmern, den Preisträgern heute, meinen allerherzlichen Glückwunsch. Und ich wäre sehr gespannt, über den einen oder anderen Gedanken in diesen Arbeiten auch mehr zu hören, sozusagen als praxisorientierter Laie. Herzlichen Dank. Nun waren alle so wunderbar diszipliniert, dass wir sogar Zeit herausgeschunden haben. Das ist eine sehr angenehme Konstellation, sodass jetzt irgendwie die beiden Festrednerinnen bzw. Redner sich nicht so hetzen müssen. Das finde ich eine sehr angenehme Variante. Ich bitte jetzt erst Heide Gerstenberger für ihren ersten Beitrag. Guten Abend auch von mir. Ob das ein Festvortrag wird, ist zu zweifeln. 1967 gab es an den Universitäten der Bundesrepublik sehr viele Sit-ins und Go-ins. Studierende wollten dadurch verhindern, dass wichtige Entscheidungen auch weiterhin hinter verschlossenen Türen gefällt würden. Eine irgendwie institutionalisierte Mitwirkung hatte das nicht zur Folge. Im selben Jahr aber, in Bremen wurde damals die Errichtung einer Campus-Universität geplant, hat die hiesige CDU eine Dokumentation veröffentlicht, in der sich die Feststellung findet, dass es wünschenswert sei, für die Gründung von Anfang an auch den Mittelbau und die Studentenschaft zu Rate zu ziehen. Für den zunächst eingesetzten und bereits im Frühjahr 1967 wieder zurückgetretenen Gründungsausschuss wurde von dieser Einsicht dann zwar noch kein Gebrauch gemacht, als aber 1968 die Bremer Landesregierung die Universität Göttingen ersuchte,
sie bei der Gründung einer Universität zu unterstützen, war die viertelparitätische Besetzung des Gründungssenats nicht umstritten. Im September 1968 wurde die von der Universität Göttingen, der Bundesassistentenkonferenz und dem Verband Deutscher Studentenschaften benannten Mitglieder vom Bremer Senat bestätigt. Unmittelbar danach hat der Gründungssenat seine Arbeit aufgenommen, intern zunächst ziemlich konfliktfrei. Die Planung einer Campusuniversität ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Dem stünden, wurde dem Gründungssenat mitgeteilt, die Bedingungen entgegen, die an die Finanzierung des Grundstückskaufes geknüpft gewesen seien. Rückgängig gemacht aber wurde die Planung einer Universitätsverfassung nach preußischem Vorbild, die bereits zur Einstellung eines Kurators auf Lebenszeit geführt hatte. Auch die Einführung von Assistenzprofessoren wurde schnell einvernehmlich beschlossen. Tatsächlich wurde eine Reform der Assistentur damals nicht nur von den neu gegründeten Assistentenkonferenzen gefordert, denn dass Assistenten angesichts ihrer wachsenden Aufgaben in Lehre und Forschung ein Recht auf Selbstständigkeit zugestanden werden müsse, lag nicht nur für die unmittelbar Betroffenen auf der Hand. Eine hochschulpolitische Gleichstellung mit Professoren, wie sie mit der Einführung des Assistenzprofessors in Bremen beschlossen wurde, ging den meisten freilich schon damals zu weit. Das mag die überregionalen Vorbehalte gegen diese Gründung befördert haben. Zum Auslöser regelrechter Gewitterstürme negativer Berichterstattung wurde dann aber ein Konflikt, der die besondere Konzeption dieser Gründung zur Debatte stellte. Denn abgesehen von der Gründung in Konstanz, die ein Kleinod der Forschung werden sollte, waren alle anderen damaligen Gründungen darauf ausgerichtet, durch die Schaffung neuer Studienplätze die Bildungslücke zu reduzieren, die als Hemmnis für weitere wirtschaftliche Entwicklungen ausgemacht worden war. Hinzu kamen regionalpolitische Erwägungen nach dem Motto, auch wir können Universität. Die hohe Zahl an sogenannten Dropouts unter den Studierenden legte nahe, dass die Lehre reformiert werden musste. Konkret hatte dies zur Folge, dass Hochschuldidaktik zum neuen Catchword wurde. Auch in Bremen sollte es um Didaktik gehen, von Anfang an aber nicht nur um eine bessere Technik der Vermittlung von Inhalten, sondern auch um eine Kritik der Inhalte selbst. Was gelehrt würde, sollte nicht mehr im ausschließlichen Benehmen von Ordinarien stehen. Womöglich hätten die Hochschullehrer im Gründungssenat diesem Prinzip schließlich sogar zugestimmt. Dazu bekamen sie dann aber gar keine Gelegenheit mehr. Denn als sie, der Praxis anderer Gründungen folgend, die Berufung von Fachleuten forderten, die dann die Inhalte planen und die übrigen zu berufenden Professoren vorschlagen sollten, interpretierten die studentischen Mitglieder des Gründungssenats eine solche Berufung von Eckprofessoren als Hindernis für eine wirkliche Reform der Ausbildung und verließen den Gründungssenat. 20 Jahre später formulierte Detlef Albers trocken: Wir erklärten das im Gründungssenat so massiv, dass uns nur der Auszug blieb. Die drei Assistenten kamen hinterher. In den folgenden Wochen haben Studierende und Assistenten mit führenden Mitgliedern der Fraktionen von SPD, CDU und FDP in ausführlichen Gesprächen ihre Vorstellungen von einer Hochschulreform erläutert und auf diese Weise, ich zitiere noch einmal Detlef Albers, eine Allparteienkoalition der bremischen Bürgerschaft für die Entscheidung geschmiedet, auf die Göttinger Professoren zu verzichten und mit den bereits im Gründungssenat arbeitenden Studenten und Assistenten die Gründung fortzuführen. Es wurden dann Professoren und Dozenten dazu berufen, von denen bekannt war, dass sie nicht nur eine Reform der Ausbildung, sondern auch eine Mitwirkung von Studierenden im Planungsprozess zustimmen würden. Die Planungskommissionen für die Fachbereiche wurden drittelparitätisch besetzt. Soweit der grobe Ablauf des Konflikts und seiner unmittelbaren Folgen. Sie waren eine Konsequenz der studentischen Strategie, staatliche Eingriffe zu fordern, um den Muff zu beseitigen, der sich dem berühmt gewordenen Transparent von Albers und Behmers zufolge unter den Talaren angesammelt hatte. Nahezu überall sollte es in den nächsten Jahren Hochschulgesetze geben, die Reformer heftig beklagten, so auch in Bremen. Hier aber hatte im Frühjahr 1970
das Bekenntnis des politischen Senats zur Errichtung einer reformierten Universität, den Gründungssenat in die Pflicht genommen, auf die seit den Humboldtschen Reformen gepriesene rechtliche Autonomie der deutschen Universitäten bereits im Gründungsprozess zu verzichten. Mich hat immer fasziniert, dass diese sehr sozialdemokratische Strategie der Gründung in der überregionalen Öffentlichkeit als ein Projekt zur Errichtung einer Kaderschmiede dargestellt werden konnte. Konkret bedeutete der Verzicht auf Autonomie zunächst, dass es hingenommen wurde, als für die Gründung ein Konzept von Pluralismus maßgeblich wurde, dessen inhaltliche Bestimmung die staatlichen Stellen an sich zogen. Nicht wissenschaftlicher, sondern politischer Pluralismus sollte sichergestellt werden, weshalb denn auch das dienstrechtliche Treuegelöbnis zur Verfassung der Bundesrepublik nicht als ausreichend für die Einstellung in den bremischen Staatsdienst akzeptiert wurde. Am 11. Oktober 1970 mühte sich der Präsident des Senats, Hans Koschnick, um die Zustimmung des Gründungssenats. Dem Protokoll der Sitzung zufolge erinnerte er dessen Mitglieder daran, dass der politische Senat ein Koalitionssenat war, für den es unterschiedliche Basen der Meinungsbildung gebe. Auch seine eigenen Freunde seien nicht einheitlicher Meinung. Und dann wörtlich: Sie müssen mir einräumen, dass ich in der politischen Landschaft Bremens Kriterien berücksichtigen muss, die unter Umständen nicht wissenschaftlicher Art sind, aber allgemein politischer Natur sind. Das müssen Sie mir einräumen. Ob Sie es akzeptieren, ist eine andere Frage. Und die Gründungsgremien, so sehr sie jedes Mal von Neuem und mit großem Nachdruck gegen Entscheidungen protestierten, machten weiter, weil der Verzicht auf Hochschulautonomie bereits im Frühjahr 1970 zur Grundlage des Gründungsprozesses geworden war. So wurde im politischen Senat denn nicht nur über die Einstellung von Hochschullehrern entschieden, sondern auch über diejenige von Planern, welche die drittelparitätisch besetzten Kommissionen bei der Vorbereitung der Lehre und der Auswahl des Lehrpersonals unterstützen sollten. Am 10. Oktober 1970 ließ die Senatskommission für das Personalwesen den Gründungssenat wissen, dass 3 der damals gerade eingereichten Vorschläge für Planerstellen abgelehnt worden seien. In einem Fall lautete die Begründung unter anderem: Die Bewerberin gehörte 1970 zum Roten Mai-Komitee und der Roten Zelle Berlin. In einem anderen: Sie hat an der Roten Mai-Demonstration teilgenommen, hat sich der KP-Aufbauorganisation angeschlossen und hat in der Berliner Basisgruppenbewegung mitgearbeitet. Der Gründungssenat beschloss einstimmig, dass es der Gründungsrektor unterlassen solle, sich auf Debatten über die Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern einzulassen. Dem hat er sich wohl nicht gefügt. Höhepunkt solcher Auseinandersetzungen war im April 1971 die Ablehnung der Einstellung des bereits auf eine Professorenstelle berufenen Horst Holzer mit Hinweis auf dessen Mitgliedschaft in der DKP. Über die Gründung der Universität Bremen und ihre anfänglichen Entwicklung gibt es höchst unterschiedliche Ansichten. Eine sowohl außerhalb als auch innerhalb der Universität maßgeblich vertretene Ansicht behauptet, dieses von Anfang an politisch und wissenschaftlich gefährliche Projekt habe diszipliniert werden müssen und sei dann ja auch erfolgreich und zu Nutzen der Universität diszipliniert worden. Dass dabei auch Grundrechte verletzt wurden, kommt in diesen Berichten nicht vor. Es gibt aber auch eine Idealisierung des Gründungsprojektes. Dieser gegenüber ist daran zu erinnern, dass die Gründungsgremien die Intentionen des radikalen Erlasses faktisch hingenommen haben, bevor dieser im Januar 1972 durch die Ministerpräsidenten beschlossen wurde. Zwar hat der Bremer Senat seine Ablehnung begründet und damit theoretisch justiziabel gemacht, an der Entwicklung jener Atmosphäre von Gesinnungsschnüffelei, die Hans Koschnick in einer Rede vor dem Bundestag am 24.10.1975 beklagen sollte, hat das nichts geändert. Während es sich der ungeneigten Öffentlichkeit zufolge bei der Gründung vor allem darum handelte, politische Pflöcke einzuschlagen, war in den Planungskommissionen an der Vorbereitung des Projektstudiums gearbeitet worden.
Neuerdings wird manchmal vertreten, dieser Teil des Reformprojektes sei nicht nur bis heute beibehalten worden, sondern habe inzwischen auch die Ausbildung an anderen Universitäten beeinflusst. Das ist falsch und beruht entweder auf Unkenntnis oder auf bewusstem Etikettenschwindel. Eine Orientierung auf Anforderungen aus der Praxis gab es damals auch in anderen Neugründungen. In den hiesigen Gründungsgremien dominierte aber ein Ausbildungskonzept, demzufolge die wissenschaftliche Ausbildung Absolventinnen und Absolventen befähigen sollte, einer späteren Berufspraxis nicht nur gewachsen zu sein, sondern diese auch verändern zu können. Das sollte, so jedenfalls die einflussreich vertretene Konkretisierung des Praxisbezugs, zugunsten der arbeitenden Bevölkerung geschehen. Die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften hat sich früh angeboten und auch früh zu Konflikten geführt, weil beide Seiten Interpretationshoheit beanspruchten, wenn es um die Interessen der arbeitenden Bevölkerung gehen sollte. All dessen ungeachtet war die Entwicklung einer Ausbildungskonzeption, in deren Zentrum einem Studienführer der Anfangsjahre zufolge die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit komplexen gesellschaftlichen Problemen stehen sollte, eine beachtliche Leistung. Dies vor allem, weil Interdisziplinarität und forschendes Lernen, von denen heute ebenfalls fälschlicherweise behauptet wird, sie seien unvermindert in der Lehre präsent, eindrückliche Resultate möglich machten. Projekte bestanden aus einem Forschungszusammenhang, an dem die Lehrenden und Studierenden gleichermaßen beteiligt waren. Ihre in ausführlichen Projektberichten dokumentierten Ergebnisse widerlegen die Ansicht, die den später staatlich genehmigten Studienordnungen und dann auch dem internationalen Bologna-Prozess zugrunde liegt, dass nämlich angelernt werden müsse, bevor geforscht werden könne. Als ob nach einer mehreren Semester dauernden Praxis der Rezeption plötzlich intellektuelle Fantasie aufblühen könnte. Eine damals an der Universität aktive Studierendengruppe formulierte drastisch, es dürfe nicht nur darum gehen, sich Inhalte in die Birne zu knallen. Während Projekte später von nur zwei oder gar von einem Hochschullehrer durchgeführt werden konnten, waren beispielsweise am Projekt Transport und Wirkungsmechanismen von Schadstoffen, das im Wintersemester 1973/74 im Studiengang Physik anlief, 9 Hochschullehrer beteiligt. Nicht nur für den Studiengang Biologie-Chemie, sondern auch für den Studiengang Ökonomie wurde 1978/79 das Projekt Weserwasser angekündigt, an dessen Durchführung sich 6 Hochschullehrer beteiligten. Solche Interdisziplinarität in der Lehre ließ sich später, wenn überhaupt, nur noch unter allergrößten Schwierigkeiten realisieren. In der einstufigen Juristenausbildung, auch dies eine der heftig bekämpften Reformkonzeptionen, gab es in der Anfangszeit ein Projekt zur Beratung von Strafgefangenen in der JVA Oslepshausen. Derartige Ausbildungsprojekte erforderten viel Arbeit, sowohl von den Studierenden als auch von den Lehrenden. Auch in den ersten Jahren gab es Kollegen, die sich nur widerwillig an diesen Formen der Ausbildung beteiligten. Manche von ihnen haben damals daran mitgewirkt, die veröffentlichte Kritik an der Reform zu schüren. Und manche von ihnen sind dem Gründungsprojekt bis heute gram. In den ersten Jahren jedoch, als Studierende und Lehrende aus ganz anderen Zusammenhängen nach Bremen kamen, war das Bremer Modell eine Art sozialer Bewegung. Dazu hat auch beigetragen, dass die meisten Lehrenden sehr jung waren und sich in der Universität fast alle duzten. Diesem Charakter eines Jugendinstituts entsprechend wurden hochschulpolitische, wissenschaftspolitische und allgemeinpolitische Differenzen mit Werf ausgetragen, nicht selten aber auch mit brutaler Arroganz. Das blieb nicht ohne lange nachwirkende Verletzungen. Erst im Rückblick wurde deutlich, jedenfalls gilt diese Einsicht für mich selbst, dass es der Wissenschafts- und Gesellschaftskritik nicht förderlich ist, wenn sie institutionalisiert und zum Prüfungsstoff gemacht wird. Solange viele Studierende mit dem ausdrücklichen Wunsch nach Bremen kamen, das ihnen bislang vermittelte Wissen kritisch hinterfragen zu lernen, fiel das kaum ins Gewicht.
Einen besonders glücklichen Zugang zu diesen Ausbildungskonzepten hatten auch Studierende, die nach mehrjähriger Berufstätigkeit aufgrund der sogenannten Nicht-Abiturientenprüfung zugelassen wurden. Gegen Ende der 1970er Jahre wurde dann aber doch zunehmend deutlich, dass man sich auch die Kritik am wissenschaftlichen Mainstream in die Birne knallen kann. Bevor solche Einsichten zu einer Reform der Reform hätten führen können, war die Universität aber bereits dabei, sich vom Bremer Modell zu verabschieden. Die gerichtliche Beendigung der Drittelparität war dafür weniger entscheidend, als oft kolportiert worden ist. Zum einen, weil die Drittelparität die Abhängigkeiten zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten nicht hatte außer Kraft setzen können. Über das Abstimmungsverhalten von Dienstleistern ließ der Studiengangsausschuss Ökonomie in seiner Zeitung Die Politökonomin im Januar 1984 wissen, Dienstleister stimmen entweder mit den Hochschullehrern oder sie enthalten sich. Das entsprach auch meinen eigenen Beobachtungen. Entscheidend für die Auflösung des Bremer Modells waren aber nicht diese Strukturprobleme der Mitbestimmung. Entscheidend war vielmehr, dass das Bremer Modell im Verlauf der 1970er Jahre seiner eigentlichen Basis verlustig ging. Zwar kamen auch weiterhin Studierende nach Bremen, die sich ganz bewusst für diese Hochschule entschieden hatten, doch auch sie konnten kaum übersehen, dass der Arbeitsmarkt inzwischen nicht mehr derselbe war wie zu Hochzeiten der Studentenbewegung. Hatten die Studierenden der End-60er Jahre nicht nur davon ausgehen können, dass sie mit Sicherheit eine Stelle finden würden, sondern ihnen auch eine Auswahl zur Verfügung stehen würde, so sahen sich nun viele veranlasst, ihr Studium in absehbarer Zeit und mit einem möglichst marktfähigen Ergebnis abzuschließen. In Bremen wurde die veränderte Arbeitsmarktlage zur politischen Rechtfertigung neuer Studien- und Prüfungsordnungen genutzt. Tatsächlich aber hat sich die bereits in der Gründungszeit von Gegnern prognostizierte Berufsunfähigkeit Bremer Absolventinnen und Absolventen auch weiterhin nicht bestätigt. Zwar begegneten Bremer Absolventinnen und Absolventen bei Bewerbungen die weit verbreiteten Vorurteile gegen ihre Ausbildungsstätte, doch hat sie dies einer 1984 veröffentlichten Studie zufolge auf dem Arbeitsmarkt faktisch nicht schlechter gestellt als die Absolventen anderer Universitäten. Dennoch haben sehr viele Studierende seit den End-70er Jahren ein anderes Studienverhalten praktiziert. Immer weniger von ihnen waren bereit, sich an der zeitaufwendigen Mitbestimmung von Lehrinhalten zu beteiligen. Etwas mehr persönliches Engagement für Dinge, die über den Lehrstoff hinausgehen, wäre bestimmt hilfreich, formulierte der Studiengangsausschuss Ökonomie in einer seiner Veröffentlichungen. Und Lehrende, die aus den ersten Jahren daran gewöhnt gewesen waren, dass Studierende darauf bestanden, an der inhaltlichen Planung von Lehrveranstaltungen beteiligt zu sein, sahen sich nun mit der Erwartung konfrontiert, fertige Semesterplanungen vorzulegen. In Bremen und anderswo gab und gibt es Lehrende, die bestrebt sind, nicht nur Wissensstoff zu vermitteln, sondern auch das Rüstzeug für dessen Kritik. Aber die Reform der Hochschulausbildung ist entweder ein studentisches Projekt oder sie ist nicht. An der Universität Bremen traf sich der unter Studierende nachlassende Elan für die Realisierung der Studienreform mit Veränderungen der Berufsauffassung unter Lehrenden. Sie waren unterschiedlich motiviert und sie hatten auch unterschiedliche Auswirkungen. Lassen Sie uns davon absehen, dass es auch in Bremen Lehrkräfte gab, denen ihre Aufgabe zu einem Job wurde. Dessen sozialer Status war seit den vielen Neugründungen zwar insgesamt gesunken, doch sehnten wohl auch hier viele die Zeit zurück, die sie selbst nur noch als Abhängige erlebt hatten. In der bereits zitierten Ausgabe der Politökonomin findet sich jedenfalls die Frage, warum führen sich die Profs wie Ordinarien aus längst vergangenen Tagen auf? Andere aber, ich nehme mich davon nicht aus, hatten Forschungsinteressen entwickelt, die sich im forschenden Lernen des Bremer Modells nicht zureichend verwirklichen ließen. Auch wenn wachsende Studierendenzahlen einen hohen Zeitaufwand für Lehre und Prüfungen unumgänglich machten,
so stand doch die Orientierung auf Forschungsfragen, die sich nicht unmittelbar in forschendes Lernen einbringen ließen, der Fortsetzung einer Hochschulkonzeption im Wege, in deren Zentrum die Ausbildung hatte stehen sollen. Die Verlagerung des Schwerpunkts der gesamtuniversitären Entwicklung von der Lehrerbildung und den Geisteswissenschaften auf Naturwissenschaften und Produktionstechnik entsprach dieser Entwicklung. Sie stärkte auch Ausbildungskonzeptionen, die sich an Bedarfen bestehender Praxis orientieren. Und während all dies auf den Weg gebracht wurde, wuchsen auch die Chancen von Mitgliedern der Universität, Forschungsprojekte in Angriff zu nehmen, für die sie finanzielle Unterstützung von dritter Seite benötigten. Zwar ist die Universität als Ganze erst 1986 in die Deutsche Forschungsgemeinschaft aufgenommen worden, dennoch war die Summe der Drittmittel für Forschung an der Universität Bremen bereits zuvor gestiegen. Zwischen 1974 und 2019 um insgesamt 100 Millionen. Inzwischen haben Erfolge in der Anwerbung von Drittmitteln auch an der Universität Bremen dazu geführt, dass sich viele junge Forschende von einem Zeitvertrag zum nächsten hangeln. Ein Jammer, der sich hoffentlich auch im Mainstream der Hochschulpolitik wird beseitigen lassen. Dass sich die mit besonderem Nachdruck geförderte Entwicklung von Forschungszusammenhängen innerhalb von Universitäten zum Nachteil einer Verbesserung der Lehre auswirkt, ist vielerorts beklagt worden. In Bremen nicht weniger, aber auch nicht deutlicher als anderswo. Und doch, wer aus der Gründungsgeneration war dagegen gefeit, die Zuerkennung der Exzellenz im Jahr 2012 als eine späte Genugtuung wahrzunehmen? Im 50. Jahr ihres Bestehens gibt es an der Universität Bremen alles, was zu einer richtigen deutschen Universität gehört. Es gibt Professoren mit Vorzimmern, Institute und Institutsdirektoren, Dekane und eine Habilitationsordnung. Auch werden, Jörg hat sich darüber sehr mokiert, Professorinnen und Professoren, die aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden müssen, jetzt als Emeriti bezeichnet, obwohl sie doch hochschulrechtlich weiterhin nicht emeritiert, sondern pensioniert sind. Hätte all dies und anderes verhindert werden können und verhindert werden soll. Ich danke Ihnen. Ja, schönen Dank, dass ich hier reden darf. Vor allem bin jetzt ein bisschen geschockt eigentlich oder sozusagen sprachlich verklemmt, was bei mir eigentlich ganz selten passiert, weil ich das gerne noch verarbeiten will, was Heide Gerstenberger ausgeführt hat, wo ich mich in ganz vielen Stellen unglaublich gut aufgehoben fühlte auch. Aber wir haben ja ausgemacht miteinander, dass wir die Themen trennen. Und ich hoffe, so wie es schon angekündigt ist, dass wir gerade über den sehr inspirierenden und wirklich den auch die wunden Stellen des Entwicklungsprozesses der Universität Bremen legenden Beitrag von Heide Gerstenberger noch diskutieren können. Ich mache es jetzt ein bisschen andersrum. Ich frage jetzt einfach nochmal für diejenigen, die es vielleicht nicht genau wissen, erstens und zweitens für die, die ihn sehr gut kannten und ihre eigene Melodie spielen. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen deutlich, wer war eigentlich dieser Hufschmidt? Der Jörg Hufschmidt, was war seine Intention? Was hat ihn angetrieben? Und ich kann das tun, weil ich praktisch sozusagen meine Geschichte, bin gerade bei Radio Bremen gefragt worden, was haben Sie die letzten 50 Jahre gemacht? Da habe ich gesagt, die Frage finde ich ekelhaft, weil Sie genau wissen, dass ich seit der Gründung, seit dem 14. Oktober 1971 an dieser Universität bin. Ich könnte auch sehr viel noch zum Vergleich mit Konstanz sagen. Bremen war, ich saß damals in Konstanz, kriegte einen Anruf, beim wunderschönen Sonntag am Bodensee in der Mainau, in der Nähe der Mainau, einen Anruf, ob ich nach Bremen will. Ich bin nach Bremen gegangen, weil ich das Konstanzer Modell für gescheitert gehalten habe. Das war ja die Idee von Kurt Georg Kiesinger, das Harvard am Bodensee. Das ist eine ganz gute Universität geworden, heute auch. Aber das war mir dann einfach sozusagen die Wiederholung der ordinaren Universität. Übrigens genau, das hat Frau Gerstenberger zu Recht angesprochen, Heidi hat angesprochen, es war in Konstanz genau das andere Modell. Es waren die 3 beziehungsweise 5 Eckprofessoren, die alles zementiert haben. Und hier hatten wir, manche sagen, das war ein Fehler im Gründungsprozess. Wir haben in Bremen ja ganz bewusst oder entschieden, ist ja ausgeführt worden, auf Eckprofessoren verzichtet. Naja, ich will es mal so sagen,
In Bremen, in Konstanz lief es ganz gut, da waren solche großen Köpfe wie Dahrendorf maßgeblich beteiligt. In Bremen haben wir uns aber auch durch den Verzicht sozusagen auf standhafte Professoren, haben wir auch ein Problem verspielt. Ich sage, dass heute in der Bremer Universität im Vergleich zu anderen Universitäten die Verwaltung so extrem stark ist, hängt damit zusammen, und ich könnte da richtig schöne kleine Beobachtungen wiedergeben, hängt damit zusammen, dass es ein Machtvakuum gab im Gründungsprozess, und den haben sehr clever Herr Lemmermann damals für die Finanzabteilung nach dem Motto, ich rufe 10 Uhr einen Professor an und der hat immer noch den Kaffeelöffel, höre ich dann. Also sozusagen, da ist ein Machtvakuum entstanden. Und ich weiß, es würde euch interessieren, wie das unsere Konrektoren, auch Jochen Zimmermann, der hier ist, Dekan der Wirtschaftswissenschaft. Meine These ist, dass die Universität einen besonderen Bias hat, was sozusagen die Macht und die Ausübungsgewalt im Grunde genommen der Verwaltung betrifft. Zum Inhalt selber. Jörg Hufschmidt ist, und das finde ich das Tolle, da möchte ich mich auch nochmal wirklich bedanken bei allen, die die Idee hatten und die Idee realisiert haben. Ich finde es großartig, dass die Preisverleihung und damit auch die Laudierung seines Werkes in den Prozess der 50 Jahre Universität hineinfällt. Wenn ich es richtig sehe, der Name Jörg Hufschmidt ist bisher bei keiner Veranstaltung im Rückblick auf die Universität gefallen, und umso wichtiger finde ich, dass wir uns heute daran erinnern, weil er von Anfang an dieser Universität sehr engagiert war. Der Rektor Scholz-Reiter hat eine sehr schöne Idee, haben sie realisiert mit dem Rektorat. Alle Universitätsmitglieder haben so eine schöne rote Kiste gekriegt, und da war ein freundlicher Brief. Was drin ist, ist nicht so entscheidend. Und da wurde erinnert, 1964 hat sich die Stadt Bremen entschieden, war relativ billig, wenn man so heute dran denkt, für 35 Millionen 250 Hektar einer feuchten Kuhwiese zu kaufen. Und da ist die Universität entstanden. Und wenn der Rektor sagt, jetzt die ist eine echte Universität auf der grünen Wiese, dann kann man sagen, auf einer grünen Wiese und die sehr feuchten Wiese. Und mein Dilemma ist, als einer, der immer Eigentumsverhältnisse und Wirkungen von veränderten Eigentumsverhältnissen untersucht, ich kenne noch sogar einige Bauern in meiner Nachbarschaft in Borgfeld, die unglaublich von diesem Kauf des Geländes profitiert haben, das sowieso allgemein als Sauergeld. Jörg Hufschmidt ist berufen worden, zwei Jahre nach der Gründung. Er ist berufen worden 1973, und ich erlaube mir, wenn es gestattet ist, doch sozusagen klein auch ein bisschen persönlichen Einblick zu geben, weil unser Verhältnis natürlich auch sehr persönlich geprägt. Ich werde es nie vergessen, im Hörsaal, im Leusing-Gebäude heißt übrigens das erste Baugebäude, diese drei Blöcke, weil damals gab es einen Forschungsminister Leusing, der hatte Geld übrig und daraufhin konnte man schnell das Bau, hätte man so einen Bau nie hochgezogen, war die Anhörung von Jörg Hufschmidt. Und vor der Tür rannte einer unglaublich emotional angetrieben. Großartiger Literat, großartiger Rhetoriker. Ich kann ihn aus meiner Tübinger Zeit, Walter Jens. Einige werden ihn kennen. Walter Jens brüllte sozusagen vor der Tür, den müsst ihr nehmen. So ein Vortrag, so eine Vorstellung habe ich noch nie erlebt. Ihr müsst den Hufschmidt nehmen. Und ich habe gesagt, Walter Jens, mit dem ich etwas befreundet war, damals gesagt, jawohl, Erfüllung wird erfüllt, wir haben ihn genommen. Es gab dann auch das gehört zur Erinnerung, das passt sehr gut in die Analyse von Heidi Gerstenberger rein, es gab natürlich bei der Berufung absolute Widerstände. Man soll das auch nicht leugnen. Jörg Hufschmidt sollte vom Senat nicht berufen werden. Und zwar, damals der Bildungssenator, der war, ich habe das auch selber bei mir zu spüren bekommen, war immer auf der Bremsspur, der hat den Vorwurf der Roten Kaderschmiede aus, da muss man wissen, wer das geschrieben hat, die FAZ und nicht nur die FAZ, auch die Zeit, Nina Grunberg haben über die Universität unglaublich polemisiert, damals als Rote Kaderschmiede. Ich vergesse nicht die folgendes Erlebnis. Ich sitze an der Cafeteria mit einem Konrad Naber, einem Unternehmer, der bei uns studiert hat. Da kommt Frau Grunberg und sagt, können Sie mir mal einen Professor nennen, der sozusagen, wir saßen da, der hat mal erklärt, dass die Universität wirklich eine absolute Fehlgründung ist. Und dann schreit der Naber, Noltenius, der ehemalige Finanzsenator, saß daneben und sagt, ach, reden Sie doch mal mit dem Hickel. Und da ist die aufgescheucht, weggeräumt und gesagt, das wollten wir eigentlich nicht insgesamt haben. Es gab große Schwierigkeiten, und ich erwähne das an der Stelle sehr gerne, dass der damalige Gründungsrektor Thomas von der Fring, der einigen noch bekannt ist, sozusagen in der Senatssitzung gewedelt hat mit einem Buch von Hufschmidt.
das ist sozusagen die Bibel der Studentenbewegung, der Bibel sozusagen einer in Deutschland entwickelten politischen Ökonomie, sozusagen die vor allem auch Fakten zur Kenntnis nimmt, zusammengefasst. Er winkte mit dem Buch Politik des Kapitals von 1967. Und es hat gewirkt wie eine Bombe. Thomas von der Fring hat es dann geschafft, dass die Berufung dann auch insgesamt erfüllt. Mir hat mal später, viele, viele Jahre später, Hans Koschnick, als wir darüber geredet haben, hat mir erzählt, ja, es war schon ein bisschen peinlich, dass wir den nicht wollten, weil ich natürlich später gemerkt habe, obwohl er immer zäh und widerständig war, dass das doch eine ganz gute Entscheidung. Mein Dank gilt deshalb an der Stelle, das sage ich als einer, der sozusagen da auch Verantwortung seit von Anfang an trägt, mein Dank gilt Jutta Günther, dass sie sozusagen zu uns gekommen ist als Konrektorin und im Grunde genommen uns die Chance gibt, großartige Chance gibt, sozusagen das Werk und die Studiengang Wirtschaftswissenschaft ist ohne Jörg Hufschmid nicht interpretierbar, auch nicht deutbar, dass dieses Werk von ihm, dass das auch in dieser, im Kontext der 50-Jahr-Feier eine Anerkennung führt. Ich freue mich auch, dass Carsten Sieling, der ja bei ihm promoviert hat, ich kann mich noch gut erinnern, Lancashire war das, glaube ich, die Vergleichsstudie, als wir alle gerade, wir waren mal alle in der Diskussion, Konversionsforschung, auch für die IG Metall, die Konversionsarbeitskreise, Umbau der Rüstung. In Bremen haben wir ja einen relativ hohen Besatz an Rüstung, da war später auch nochmal Wolfram Elsner zuständig, dass in diesem Kontext du auch heute bei uns bist, du auch promoviert hast. Und ich möchte auch ganz ausdrücklich nochmal ganz herzlich mich bedanken bei Arno Gottschalk. Arno Gottschalk, wenn ich es richtig sehe, ist einer der großen Ideengeber für die heutige Veranstaltung, dass wir das heute hier machen können. Wo sitzt er, Arno? Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dein Engagement. Ich freue mich auch, dass der Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, Jochen Zimmermann, zu dieser Veranstaltung gekommen ist. Wobei, Jochen, ich dir nochmal einen Dank dafür ausspreche, sozusagen im Sinne der Anerkennung des Institutionellen, dass du dafür gesorgt hast, dass die Einladung zu dieser Veranstaltung heute im Grunde genommen an alle Mitglieder des Fachbereichs versandt worden ist. Da will ich mich nochmal für bedanken, damit so mancher, der mit Politökonomie nichts anfangen kann, mal eine Anregung kriegt, vielleicht mal wenigstens im Netz zu klicken, was eigentlich politische Ökonomie ist. Wären Sie hierher gekommen, würden Sie es heute Abend viel besser miteinander erfahren. Was war Jörg? Wie kann man an Jörg, es ist unglaublich schwierig, sozusagen in seiner Leistung, in seiner Arbeit richtig rubrizieren, wie kann man ihn richtig einordnen? Ich habe sozusagen so drei, Rollen, die berühmte Rollentheorie, der Lehrer, der Forscher und vor allem der Netzwerker. Die Lehre, zur Lehre von Jörg, muss ich sagen, ich habe keinen Kollegen, alle, die jetzt so das bestreiten und sich gewisserweise vielleicht auch nicht richtig erfasst fühlen, ich habe keinen gelernt, auch mich nicht, der in der Universität so intensiv vorbereitet seine Lehre betrieben hat. Jörg war ein Lehrer, der in keine Veranstaltung gegangen ist, ohne vorher ein Papier zu produzieren. Damals musste man das alles immer noch durchnudeln. Und er kam oft gefahren, sozusagen erst von Kirchweihe und dann von Menninghausen. Man hat immer gesagt, was will der in Menninghausen? Angefahren, früh morgens, saß um 7, hat als allererstes die Maschinen blockiert, damit er noch seine Folien abziehen kann für die Lehre. Ein unglaublich engagierter Lehrer. Die Prinzipien, er hat sozusagen so ein magisches Viereck, wie wir dann in der Ökonomie am besten sagen würden. Das Erste ist, da ist auch schon drüber von Heidi Gerstberg gesprochen worden, forschendes Lernen. Jörg war ein typischer Wissenschaftler, der immer versucht hat, das, was er in der Lehre zu bringt, auch sozusagen von der Forschung her zu fundieren. Das Zweite ist, ein Pfund, in dem ja in den Feierlichkeiten jetzt zu 50 Jahren der Universität Bremen immer wieder auch zurechtgeredet worden ist, dieser hohe Grad an Interdisziplinarität. Jörg war sozusagen die politische Ökonomie, die ja auch in der Tradition der Anatomie des Kapitalismus von Marx stand und die ich voll geteilt habe. Das ging nur, wenn man Geschichte erforscht, wenn man sozusagen historische Prozesse mit einbezieht, sozialwissenschaftliche Zusammenhänge. Also die Interdisziplinarität, wir hatten damals das ISIS, ich will jetzt demnächst mal im vorauseilendem Gehorsam meine ganzen ISIS-Akten dem Universitätsarchiv übergeben und hoffe, dass dann auch jemand mal liest, was das für eine großartige Arbeit war, Rechtswissenschaft, UK Preuß, Sozialwissenschaft und vor allem natürlich auch also die Wirtschaftswissenschaft in einem Eingangsstudium zusammenzubringen. Man könnte ironisch oder sogar spöttisch sagen, das ISIS war eigentlich der größte Profiteur des integrierten Sozialwissenschaften-Eingangsstudiums, waren die Lehrenden.
Die haben nämlich richtig was dazugelernt. Wir mussten sozusagen uns auch bestimmte, auch theoriegeschichtliche Texte, Adam Smith und wie auch immer. Das ist ja das Problem an der Universität. Im normalen Betrieb wird ja Adam Smith und David Ricardo werden da ständig immer als die Kronzeugen dieses sozusagen unzerstörbaren Kapitalismus bezeichnet. Aber was die wirklich geschrieben hat, was Adam Smith wirklich geschrieben hat, wird ja eigentlich nicht mehr gelehrt. Da würde man zum Beispiel zwei Dinge lernen. Sozusagen, dass die unsichtbare Hand, dass die auch gestört werden kann. Das heißt, dass es Marktversagen gibt. Adam Smith ist einer in seinem fünften Buch über den Staat sehr ausführlich geschrieben hat, warum wir einen starken öffentlichen Sektor brauchen. Das haben wir da alles gemacht. Und das war eine ganz, ganz große Leistung. Dazu gehörte auch, das ist ganz klipp und klar, da tauchen jetzt ein paar ab, ganz klar gehörte auch da sozusagen die marxistische Dialektik mit einzubinden. Mir sagen übrigens viele, für mich ist immer ein Kriterium, was haben wir eigentlich geleistet oder was haben wir nicht geleistet. Da haben mir ganz viele heute in guten Positionen, die damals bei uns studiert haben, das Wichtigste war für ihr Fortkommen, für Orientierung, für die Stabilisierung der Rolle im Beruf später, war dieses ISIS. Das war das zweite Element. Das dritte Element ist auch schon angesprochen worden, das kann ich kurz halten, der Praxisbezug. Aber eben nicht sozusagen der betriebswirtschaftlich reduzierte Praxisbezug oder wie damals, ich erinnere mich an ein großes Forschungsprojekt in der KUA, Kooperationsforschung mit der Arbeitnehmerkammer, da war die Frage gestellt, soll sozusagen am Container das Rad links oder rechts stärker und dicker gemacht werden, sondern Praxisbezug hieß vor allem auch, dass man die gesellschaftliche Praxis durchaus in dem Sinne, was Heidi Gerstenberger gesagt hat, nämlich auch der Veränderung von Praxis durchaus sieht. Wir haben damals eine Riesenarbeit geleistet mit dem Praxisbezug, weil ein großes Dilemma der deutschen Wirtschaft ist, dass in den Chefetagen Leute saßen, die überhaupt keine soziale Kompetenz haben. Wir haben viele nachher später gesagt, als sie dann in den Beruf gekommen sind, haben sie sowas Soziales. Ich war lange Zeit im Allianz-Aufsichtsrat. Ich war erschüttert über den Vorsitzenden bei der Allianz und seine Stellvertreter, die haben überhaupt nicht begriffen, dass ein Unternehmen sozialer Betrieb ist, dass es irgendwas mit sozialen Verhältnissen zu tun hat. Und das ist im Grunde genommen ein dickes Pfund, was wir im Rahmen des Praxisbezugs haben. Viertens, überlagernd ist die Demokratisierung. Dazu ist auch schon einiges gesagt worden, die Mitbestimmung gegen den Muff unter den 1000 Jahren, unter den Talaren. Ganz klar, dass wir hier im Grunde genommen auch versucht haben, vor allem Studierende und Dienstleister mit einbeziehen. Die Schwierigkeiten, die es da gab, die sind ja bereits schon besprochen worden. Wir haben auch ein paar Fehler gemacht. Ich finde zwar einen großen Fehler, für den ich selber mich verbürge. Ich habe leider im Rückblick einen historischen Film da nochmal mich selber im Zitat gesehen, da war ich mittelmäßig. Wir haben von Anfang an aus begründbar, aber am Ende nicht tragfähig, aber von Anfang verzichtet auf Institute. Und es war ein einziger Grund, weil wir wussten, dass wenn wir Institute gründen, sofort im Gründungsprozess ab 71, dass wir dann sowas wie eine Reetablierung der Herrschaft der Ordinarien bekommen, was wir verhindern wollten. Aber wir haben den Prozess auch korrigiert. Wir haben dann später, gab es die wichtige Universitätsgründung und Heidi Gerstenberger, Jörg Hufschmidt und ich haben selber sozusagen persönlich oder aus meiner Sicht den Fehler korrigiert, indem wir ein Institut gegründet haben, nämlich EWIG, Europäische Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Da sieht man mal, wie relativ der Ewigkeitsbegriff ist. Des Instituts gibt es nicht mehr, aber die Forschungsarbeiten waren deshalb trotzdem sind ganz, ganz wichtig. Ich gehe jetzt zweitens auf die Forschungsergebnisse, auf die Forschungstätigkeit an. Da gibt es zwei, drei Quellen, die ich nennen will, die sich unglaublich lohnt, sich nochmal sozusagen zu rekapitulieren. Das erste ist die Politik des Kapitals. Das war 1967 in der sogenannten Regenbogenfarbenpresse von Suhrkamp der gelbe Band. Und das ist das erste sozusagen, das ist ganz wichtig. Da steht kaum, ich glaube, wenn ich richtig mehr erinnere, im Gegensatz zu später, kein einziges marxistisches Zitat von Karl Marx. Steht kein Zitat drin. Aber sozusagen die Anatomie des Kapitalismus anzuwenden auf die Transformationsprozesse, die sich damals in den Anfang der 60er Jahre, Ende der Wirtschaftswunderjahre, erste Restrukturierungskrisen, Erhard muss als Bundeskanzler muss zurücktreten, weil er sozusagen die Wohlstandsversprechung der ewigen Prosperität nicht mehr einhalten kann, in diesen Prozess hinein das Buch zu formulieren. Es war wirklich historisch eine riesengroße Leistung und vor allem,
Was ganz wichtig ist, es sind die Kräfte, die Triebkräfte genannt worden, nämlich vor allem die Monopolisierung der Wirtschaft, die monopolistische Konkurrenz, die sich daraus gebildet hat. Und natürlich die Auseinandersetzung, man erinnere sich Karl Schiller, Globalsteuerung, dann nach 1967 Wirtschafts- und Wachstumsgesetz, das ja eigentlich immer noch gilt, aber keiner mehr anwendet. Da merkte man, da war was im Gange. Und da gab es sozusagen, wichtig auch für die Kapitalismusanalyse, es gab im System endogene Anpassungen. Das hat sich einfach so weiter. Es gab durchaus Anpassungen, indem man beispielsweise die Makrosteuerung mit einbezogen hat. Als der Strauß damals zuständig war, im Finanzminister, hat er immer von Put-Put geredet, wenn die Input-Output-Analyse ausgeführt wurde. Also da war es im Fall. Und da hinein hat Jörg dieses geniale Buch geschrieben. Es kommt dann zwei Bände, die er gemacht hat, vielmehr ganz wichtig. Wem gehört Europa? Band 1, 1994, beziehungsweise Band 2. Bei diesen Produkten muss ich darauf hinweisen, dass Jörg einen ganz speziellen wissenschaftlichen Arbeitsstil hat, den ich selber so nicht hatte, und Arbeitsverständnis. Viele dieser Produktionen sind kollektiv entstanden, mit Studierenden zusammen. Ich will jetzt auf die einzelnen industrielle Komplexe und sowas, will ich nicht eingehen, aber er hat immer sozusagen die Studierenden mit ihren Diplomarbeiten beziehungsweise mit ihren Seminararbeiten immer in den Prozess einbezogen. Da waren plötzlich ganz junge Studenten, waren über Nacht Autorinnen und Autoren geworden, weil sie irgendwo auf der Schrift von Jörg Stahl. Also es war ihm ganz wichtig, das nicht sozusagen allein zu machen, sondern immer auch, und übrigens im Kollektiv, aber übrigens mit einer klaren Aussage: Wer schreibt, kommt aufs Buch. Und was ich erlebt habe, mein größter Schock in Tübingen: Ich habe geschrieben, der Chef hat es übernommen, viele Rechnungen, und kam nicht aufs Buch. Habe ich sogar geklagt. Das hat mich dann meinen Job gekostet in Tübingen, weil ich gesagt habe, so kann es nicht sein. Und da sieht man mal umgekehrt, ne, sozusagen eine sehr offene und demokratische Arbeit. Zweitens, das ist schon zitiert worden, der Kollege Gerd ist ja auch da vom VSA-Verlag. Der VSA-Verlag hat mir immer überlegt, an dem Buch müsst ihr eigentlich sozusagen eure ökonomischen Probleme mindestens für 20 Jahre überwunden haben, weil immer ein guter, es stimmt nicht so, okay, vielleicht übertrieben. Aber da waren wir ganz intensiv im Diskussionsprozess. Erst die erste Fassung 99 und dann die überarbeitete, längere Fassung, die dann die 2002 erschienen ist. Das ist ein Buch, das sich lohnt. Und zwar muss man mal sehen, das ist übrigens auch ein typischer Hufschmidt. Hufschmidt hat sich ein Gebiet erarbeitet, das praktisch nicht erarbeitet war. Wir wussten zwar von Karl Marx im dritten Band, dass irgendwann mal auch die Bewegung auf den Finanzmärkten eine Rolle spielt, aber wir wussten nicht, was Finanzmärkte sind. Und das Buch ist auch typisch. Hufschmidt hat immer die Kästen ins Buch reingeschrieben. In den Kästen wird sozusagen erklärt, worum es geht. Was sind CDO, was sind CDS, was sind Leerverkäufe? Das wird da immer alles schön erklärt. Das heißt, das Buch hat erstmal eine ganz simple, tolle Funktion, nämlich einfach mal uns aufzuklären, worum es da eigentlich geht. Und dann kommt die Analyse. Dann kommt die Analyse, wie sich übrigens ganz vergleichbar, ähnliche Arbeit hat damals unser geschätzter Kollege Elmar Altvater gemacht. Dann kommt die Erklärung, was ist da passiert? Was transformiert sich im Kapitalismus? Dass plötzlich die Herrschaft, die Dominanz der Finanzmärkte über die Realkapitalentwicklung und vieles mehr, wie man das regulieren muss, also wie du vorher gesagt hast, zu Recht, das war eine ganz große Art. Eine kleine... Was? Ja, ich habe eine Auswahl getroffen. Da müsste ich noch, wenn ich die ganzen Aufsätze, die ich mitverantworte beim Blättern, dann wären wir heute nicht fertig. Aber ich will eine kleine persönliche Anmerkung machen. Bärbel hat als das zweite Buch, ich weiß, ihr habt da einen riesen Streit gehabt, wie soll das Buch heißen? Und es heißt dann zum Schluss ein ziemlich langweiliger Titel, aber unheimlich toll: Politische Ökonomie der Finanzmärkte. Und Bärbel schreibt, das schreibt Jörg auch dann im Vorwort, seine Frau Rumpstein sagt dann, das müsste eigentlich heißen Untergeiern. Und da haben wir gestritten. Da habe ich gesagt, Jörg, wie klug der Verlag, VSA-Verlag ist. Untergeiern, das wäre sofort sozusagen als die Propagandaschrift weggeschoben worden. Und so musste auch sozusagen der Finanzwissenschaftler, der Geldtheoretiker musste sich damit auch auseinandersetzen. Zwei Schlüsselüberschriften für das Buch, das sie sozusagen die massive unternehmerische Macht durch Konzentration über Vermögen auf den Finanzmärkten, die Gewalt hinter der Macht, hinter dem Markt. Das war die Untersuchung. Und das Zweite, das ist typisch Jörg Hufschmidt, wir untersuchen nicht per se einfach mal so, wie es läuft und dieser schreckliche Kapitalismus und Anatomie. Nein, wir wenden es ins Positive. Die Welt ist keine Ware,
Widerstand ist nötig, eine andere Welt ist möglich. Schließlich dann zum letzten, der letzten Rolle, der wichtigsten Rolle, aber auch einer wichtigen Rolle, ist sozusagen Jörg als Netzwerker. Also wenn wir heute über Transfers reden, wir haben ja, also Jörg und ich haben ja sehr viel mit der hervorragend mit der Arbeitnehmerkammer zusammengearbeitet, und Arbeitnehmerkammer hat immer zu Recht von uns gefordert, also wenn wir euch wissenschaftlich unterstützen, dann muss es auch transferierbar sein. Jörg war einer, das brauchte dem nicht zu sagen, der hat die Transformation sozusagen der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis unglaublich stark vorangetrieben. Das war ihm ein ganz großes Anliegen. Und da ist, da geht zum Beispiel dann hervor die Gründung der Arbeit, der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 1975. Manche können es nicht mehr hören, ich sag's trotzdem. An einem wunderbaren alten Steintisch in den Corbières in Südfrankreich, in der Nähe von Limoux, in der Ferm bei Limoux, saß Hufschmidt, Schui und Hickel. Und haben ausgemacht, so geht's mit Helmut, der Helmut Schmidt hat damals 1975 erste große Krise, Einbruch. Wir müssen sozusagen eine Alternative entwickeln. So sind die alternative Wirtschaftspolitik, ist so entstanden und ist zu einer Festbewegung geworden. Ich sage auch, weil ich mich sehr freue, dass er heute bei uns ist, Axel Trost, einen großen Dank für das Verdienst. Das weiß, würde Jörg jetzt an dieser Stelle genauso sagen wie ich. Großen Dank für das Verdienst, dieses Werk mit allen Schwierigkeiten und allen Widrigkeiten immer wieder sozusagen vorangetrieben. Dann kommt die Gründung der Euro-Memo-Gruppe. Das ist, will ich nicht weiter ausführen, aber Jörg ist von Anfang an, auch in seinen Publikationen, immer wieder sehr darauf aus, kommt die europäische Entwicklung, die Europäische Union, die Europäische Währungsunion, manchmal im Detail sogar fast ein bisschen kleinkariert, was ist eine Verordnung, was ist eine Rechtsanweisung und so, aber sehr detailliert, war ein ganz großer Kenner der europäischen Entwicklung, und wir haben zusammen natürlich insbesondere zusammen die Entstehung der Währungsunion des Euros massiv. Das letzte große Projekt, an dem er auch zusammen mit Elmar Altvater gearbeitet hat, war sein Wissenstransfer in der Enquete-Kommission für Globalisierung des Deutschen Bundestags. Übrigens 2 Jahre nach Seattle, einige werden sich nicht mehr erinnern, Seattle 1997 gab es die großen Proteste gegen die WHO, gegen die Welthandelskonferenz, und danach hat der Bundestag unter Druck 2 Jahre später die Kommission insgesamt auf. Seine Arbeit bei ATTAC ist bereits schon erwähnt worden, aber auch seine parteipolitische Arbeit bei, das sage ich hier auch, weil sonst wieder jemand denkt, der lässt die Hälfte wieder weg, seine parteipolitische Arbeit auch engagiert, damals bei der DKP, ist eine klare Aussage, aber was ich wirklich garantieren kann, Jörg gehörte bei diesem politischen Engagement, gehörte zu denjenigen nachweislich, der sich nie hat sozusagen die Freiheit seines Denkens hat nehmen lassen. Irgendwie am Ende hat er immer versucht, im Grunde genommen das, was er für richtig hält, zu machen. Ich stelle die letzte Frage. Als wir unmittelbar nach dem Tod eine große von Jörg Hufschmidt eine große Konferenz hatten in Berlin im Verdi-Gebäude, da saßen einige und haben gesagt, Mensch, spricht er das Thema an, spricht das nicht an. War eigentlich Jörg ein Marxist, ja oder nein? Jörg war im produktivsten Sinne ein hervorragender Marxist, der die marxistische Theorie durchdrungen hat. Ich weiß, unsere Lesekreise, die wir hatten, Wertpreisrechnung, übrigens ein Problem, das bis heute nicht gelöst ist, was mich gewisserweise sympathisch stimmt, weil ich dann auch nicht schuld bin, wenn es nicht gelöst ist, ganz eindeutig in der Anatomie des Kapitalismus von Marx, auch in der Weiterentwicklung. Beispielsweise, was er dann später in seinem Buch Finanzmärkte aufgreift, die Frage, wie mutiert der Kapitalismus, wie entwickelt er sich? Im dritten Band gibt es ein paar Andeutungen dazu, wie entwickelt sich sozusagen, dass sich praktisch Geld zu Geld immer mehr verselbstständigt und damit insgesamt die Finanzen. Er war auch und hat sehr stark argumentiert, und ich weiß ja wirklich, wovon ich rede, er war auch in dem Sinne ein Keynesianer, Post-Keynesianismus. Bei Keynes machen ja Leute viele Fehler. Da gibt es sozusagen den Idioten Keynes, den haben vor allem die amerikanischen Ökonomen betrieben. Das ist sozusagen eine Variante der Neoklassik. Dagegen haben wir angekämpft. Jörg Hufschmidt und ich haben den Begriff damals immer vom Bastard-Keynesianismus gebraucht. Und das Wort Bastard-Keynesianismus stammt von einer der größten Ökonomen, John Robinson, wo es die amerikanischen Bosse, die Amerikaner, wie sie alle heißen, in Amerika die Ökonomen verhindert haben, dass sie jemals einen Nobelpreis kriegt. Im Jahr der Frau 1971 habe ich damals für die Zeit ein Plädoyer geschrieben, dass endlich mal die John Robinson den Nobelpreis bekommen. Es hat Jahre gedauert, bis dann
bis dann überhaupt der Freund Nobelpreis gekriegt hat. Aber die war unsere Anleitung in der Kritik sozusagen dieses Bastard-Keynesianismus, dieses mechanistischen Keynesianismus. Schmeißt du vorne Geld rein, pumpst hoch, geht die Wirtschaft hoch. Das war uns zuwider. Sondern was wir betont haben, was auch Jörg betont hat, ist eine ähnliche Figur des Marxismus, die Widerspruchsanalyse. Keynes ist ja der Erste, der ausführlich zeigt, wie einzelwirtschaftliche Rationalität zu gesamtwirtschaftlicher Irrationalität ist. Der Kern der Theorie. Einzelwirtschaft können die alles rational machen, die Unternehmen. Gar keine Kritik. Am Ende kommt aber Arbeitslosigkeit raus. Und das zu durchbrechen, diese Kollektivillusion über die Produktionsmöglichkeit, die produziert werden, die ein Widerspruch sind, die sozusagen Rationalitätswiderspruch sind, die zu überwinden, das war unser Ziel. Natürlich hat Jörg und wir haben alle damals zusammen auch die Grenzen von Keynes. Und wir haben die großartig, ich habe sie schon zitiert, Sean Robinson hat damals bei dem WSI einen großen Vortrag gehalten und hat einen Satz formuliert, der ist auch verbrieft, den kann man nachlesen. Keynes war, formulierst du mal, war am Ende ein Feigling. Oder er hatte sozusagen Sorge, er hatte die Angst, aus seiner Anatomie die Konsequenzen zu ziehen. Wörtlich Zitat. Und sie war damals mit ihm im Cambridge Circus so 1930 in der Gegend, als es entwickelt worden ist. Warum? Keynes hat dann irgendwann, das kann man sehr schön am Ende des Laissez-faire nachlesen, Keynes hat dann gesagt, ja, wir brauchen die Reparatur des Kapitalismus. Das war im Grunde genommen, hat dadurch eine Rolle gespielt, weil er sozusagen der Sowjetunion die Entwicklung mit Stalin gesehen hat. Und zum Schluss ist sozusagen irgendwie die gutbürgerliche Rettungsvariante rausgekommen. Aber die Theorie selber, vor allem mit der Entwicklung des Spekulationskapitalismus, des Casino-Kapitalismus, die haben wir natürlich aufgesaugt. Und drittens, ganz wichtig, Marx, Keynes, Jörg hat in einer Weise sozusagen Empirie beherrschbar gemacht. Es war auffällig, dass seine ganzen Beiträge unglaublich stark empirisch fundiert waren. Manchmal sogar fast ein krankhafter Trieb, wenn die Frage ist, wie führt Monopolisierung zur Veränderung von Preisverhalten, dann ist es immer empirisch untersucht wird. Viele Studien, Angelia hat ja in ihrer Arbeit damals bei Jörg auch sozusagen Studien gemacht, wo man gesagt hat, Gewinne, Investitionen, das kann man theoretisch analysieren, man muss eben auch insgesamt empirisch, aber ein unglaublicher Empiriker, aber immer sozusagen instrumentalisiert und genutzt für insgesamt sein. Er hat übrigens auch Mathematik gemacht. Ich erinnere mich, das da mir erlaubt noch, wir haben mal einen Aufsatz zusammen, Erich Preiser. Wachstum, Konjunktur, Wachstum und Verteilung. Das war ein furchtbares Ding. Riesen mathematische Formel. Wir haben es nicht geknackt. Wir haben es nicht geknackt, zum Schluss vor allem, wenn er dann mit hochkomplexen mathematischen Methoden arbeitet, Erich Preiser. Und Jörg hat es geknackt. Er kam eines Morgens mal in die Sitzung rein und hat gesagt, pass auf, ich erkläre das mal. Also sozusagen, aber es war immer keine, heute haben wir das Problem an den Universitäten, dass Mathematik sich unter dem Deckmantel der Ökonomie verselbstständigt, mit Ökonomie gar nichts mehr zu tun hat. Man kann natürlich sofort auch ein großes Modell hier machen, wo ihr alle seid toll, aber es hat nichts mit der Realität, erklärt die Verhältnisse nicht. Und bei Jörg war es immer umgedreht. Die Empirie, auch die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und sowas, ist immer instrumentalisiert worden und die Mathematik und hat sozusagen keinen Selbstzweck. Ich freue mich, dass ich glaube, ich heute sagen kann, ohne jetzt zu den einzelnen Preisträgern und Preisträgern auszuplaudern, das ist jetzt euer Job. Ich freue mich, wenn man die Frage beantwortet, was bedeutet eigentlich Jörg Hufschmid mit seiner Analyse heute für uns? Erstens, es lohnt sich wirklich, ihn zu lesen. Zweitens, es lohnt sich wirklich auch diese fundamentale Kritik, diese hochkritische Auseinandersetzung mit den kapitalistischen Entwicklungen, die einigermaßen im Griff zu behalten. Und ich freue mich, das habe ich bei euch gesehen, bei euch dreien, die jetzt gleich geehrt werden. Ich würde sagen, mit einem Satz, was hat uns Hufschmid dazu zu sagen? Jörg wäre heute richtig happy, wenn er sehen würde, dass in seinem Namen diese Preisträger zum Zuge kommen. Das ist ein Stück weit völlig unabhängig. Und ja, wahrscheinlich habt ihr gar nicht was gelesen von Jörg Hufschmid. Ist gar nicht nötig. Wunderbar. Das ist die erste ehrliche Antwort. Ist gar nicht nötig. Aber in dem sozusagen in der Auffassung nach sozusagen der fundamentalen politischen Ökonomie, die Ökonomie als Politik und Politik als Ökonomie begreift, da in der Tradition steht er. Und obwohl ihr es gar nicht wisst, warum er in der Tradition steht, ist ein Riesenerfolg. Und ich freue mich darüber, dass ihr heute geehrt werdet im Sinne, jetzt nutze ich eure Ehrung brutal aus, im Sinne des Hinweises, Jörg, lohnt sich, die politische Ökonomie lohnt sich zu studieren. Schönen Dank.
Liebe Heide, lieber Rudi, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, beide Vorträge haben uns wirklich den Kopf geweitet. Und ich habe ganz persönlich etwas gelernt, aber das ist etwas mehr für den sozialen Teil. Als ich noch viel mit Bremen zu tun hatte, gab es eine Arbeiterkammer. An der habe ich auch relativ viel gemacht. Heute heißt die Arbeitnehmerkammer. Irgendwie ist da was passiert. Es gab noch eine Angestelltenkammer, das ist mir schon klar. Die Arbeitnehmerkammer ist heute institutionelle, sozusagen wichtiger institutionelle Verantwortung für das, was ich da rein ausgeführt habe, nämlich Wissenschaft mit Gewerkschaften, mit den Kolleginnen und Kollegen. Und leider, ich wünsche mir, dass das Modell der Arbeitnehmerkammer nur da auch weiter und das Geld und ein bisschen mehr Umsehen macht. Ich habe noch was Zweites gelernt, nämlich dass Jörg scheinbar große Ideen, also wir haben ja hier vier Träger, die diesen Preis finanzieren. Also an der Gründung der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat er nicht mitgewirkt. Aber ich weiß, dass er unter dieser kleinen Gruppe von Menschen war, zu der ich auch gehörte, die einen wissenschaftlichen Beirat von ATTAC mitgegründet haben. Und ich war dabei, als wir in Brüssel bei einem wunderbaren Muschelessen die Idee eines Euromemos hatten, das wesentlich auf Jörgs Idee zurückgeht. Das heißt, das gute Essen und die Projekte, die daraus entstehen, scheint auch eine Spezifität von Jörg gewesen zu sein. Also es gibt jetzt diese berühmte kurze Pause. Ich stehe jetzt hier als Doktormutter. Der Titel dieser Arbeit von Marie Cornelia Grassmeier heißt That is my profession, Occupational Culture and Occupational Identities of Seafarers in the Global Merchant Fleet. Zu den Allgemeinplätzen der Schifffahrtsforschung gehört die Feststellung, dass mehr als 90% aller international gehandelten Waren zumindest eine Teilstrecke ihres Transports auf Schiffen zurücklegen. Während die aktuelle Debatte über pandemische Unterbrechungen von Lieferketten diesen Sachverhalt auch für eine breitere Öffentlichkeit hat handgreiflich werden lassen, ist das Interesse an den Lebens- und Arbeitsbedingungen derjenigen, die durch ihre Arbeit auf Schiffen den globalisierten Warenverkehr erst möglich machen, nicht gleichzeitig gewachsen. Seemannsleben gilt vielen entweder als sehr fremd oder aber als altbekannt. Wie weit ab von der heutigen Realität vor allem das Letztere ist, lässt sich vielleicht am besten anhand des Terminus Crew of Convenience erläutern, den ich von Marie Grassmeier gelernt habe. Er konstatiert, dass sich die internationale Zusammensetzung heutiger Schiffsmannschaften aus der Nutzung von Flags of Convenience ergibt. Beides gab es als Ausnahmen auch schon früher. Heute aber ist, angestoßen durch die Krise des Seetransports in den Mid-70er Jahren des 20. Jahrhunderts, die Nutzung einer Flag of Convenience im internationalen Gewerbe des Seetransports selbstverständliche betriebswirtschaftliche Praxis. Die Flagge, die ein Schiff führt, macht kenntlich, unter welchen nationalen Gesetzen es betrieben wird. Bis Ende der 1970er Jahre führten Schiffe in aller Regel die Flagge des Staates, in dem der oder die Eigentümer ihren Sitz hatten. Inzwischen ist dieser Zusammenhang zwischen Schiffseigentum und Flagge eine seltene Ausnahme. Stattdessen besinnen sich die Managementfirmen, die Schiffe betreiben, auf einem globalen Markt der Flaggen, genauer gesagt der nationalen Schiffsregister. Für die Wahl einer Flag of Convenience gab und gibt es unterschiedliche Gründe, keiner aber ist ebenso entscheidend wie die Tatsache, dass es in keinem der Staaten, die heute eine Flag of Convenience anbieten, eine Vorschrift über die Staatsangehörigkeit der Mannschaften gibt. Das macht es völlig legal, dass Seeleute in unterschiedlichen Herkunftsländern zu den dort üblichen Löhnen geheuert werden. Angesichts der zahlenmäßig geringen Besatzungen, die heute allgemein üblich sind, mag die Bedeutung der Kosten für Heuer nicht auf der Hand liegen. Tatsächlich aber handelt es sich um einen der wenigen Kostenfaktoren, die durch Schifffahrtsunternehmen beeinflusst werden können.
Hafengebühren, Lotsengebühren, die Kosten für Treibstoff, für den Unterhalt des Schiffes und dies jedenfalls, seit viele Schiffsunfälle zu internationalen Kontrollen geführt haben, für die Kosten der Sicherheitseinrichtungen an Bord, sind weitgehend fix. Gespart werden kann dagegen am Personal, an dessen Heuern und womöglich auch an dessen Versorgung. Die Einführung von Regelungen, die als Zweitregister bekannt wurden, macht den Betrieb unter der nationalen Flagge bei gleichzeitiger, wenn auch geringfügig eingeschränkter Nutzung des globalen Arbeitsmarktes für Seeleute möglich. Das Resultat sind also auch hier die möglichst kostengünstig zusammengestellten Crews of Convenience. Deren einzelne Mitglieder sind nicht etwa Angestellte einer Reederei, wie Schifffahrtsunternehmen in Deutschland missverständlich immer noch genannt werden, sondern Angestellte der Rekrutierungsbüros in den jeweiligen Herkunftsländern. Weil diese auch über die Vermittlung von Folgeheuern entscheiden, sind sie heute und nicht etwa Kapitäne die wichtigsten Disziplinierungsinstanzen im Gewerbe der Schifffahrt. Angesichts der Herausforderungen, die sie aufgrund der internationalen Zusammensetzung von Mannschaften für das Personalmanagement an Bord ergeben, griffen europäische Ausbildungsstätten für Schiffsoffiziere zunächst auf die wissenschaftlich anmutenden Vorstellungen von vergleichsweise stabilen nationalen Kulturen zurück. In einer Crew of Convenience ist diesen Konzepten zufolge mit Individuen zu rechnen, die durch unterschiedliche nationale Arbeitskulturen geprägt sind. Marie Grassmeier referiert die wissenschaftliche Kritik an dem wissenschaftlichen Konzept von Kultur, das solchen Vorstellungen zugrunde liegt. Sie selbst arbeitet mit dem in der Ethnologie inzwischen dominant gewordenen Konzept von Kultur als einem veränderbaren Resultat sozialer Aushandlungen von Bedeutungen. Wie jede ethnologische Forschung, in der teilnehmende Beobachtung zur Anwendung kommt, waren auch für die Frage nach dem Vorhandensein einer globalen seemännischen Arbeitskultur zahlreiche methodische Probleme zu bewältigen. Dies umso mehr, als Marie Grassmeier nicht nur als Forscherin, sondern zunächst als Praktikantin und dann als Fachkraft Deck mitgefahren ist, folglich auch selbst an den Prozessen kultureller Aushandlungen an Bord beteiligt war. Sie hat diese Probleme ausführlich erörtert und ihre eigene Konkretisierung aktueller Kulturforschung, die sie als Boundary-Making Approach bezeichnet, überzeugend begründet. Indem man sich als Seemann denkt, grenzt man sich gegen Nichtseeleute ab. Als Koch gegenüber den Nichtköchen an Bord, als Zugehöriger der Maschinencrew gegenüber der Deckscrew, als Rating gegenüber Schiffsoffizieren. Abgrenzungen können auch gegenüber eventuell vorhandenen weiblichen Seeleuten, gegenüber Crewmitgliedern einer anderen Staatsangehörigkeit oder einer als different wahrgenommenen Ethnie erfolgen. Welche Bedeutung derartigen Abgrenzungen im Arbeitsalltag an Bord zufällt, ergibt sich aus konkreten Verhaltensweisen und ist folglich veränderbar. Dennoch gibt es einige allgemeine Strukturen. Das gilt zunächst für den Rassismus, dem Seeleute heute ebenso wie viele andere Arbeitsmigrantinnen und Migranten begegnen. Es gilt aber auch für die in der Schifffahrt heute dominanten Kommandostrukturen. Inzwischen entsprechen sie wieder den Vorstellungen, die vielen als funktionsnotwendiges Merkmal der Seefahrt galten und gelten. Marie Grassmeier hat Ulrich Welkes historische Kritik an der Auffassung von der Funktionsnotwendigkeit der Kapitänsherrschaft in der Handelsschifffahrt übernommen und sie um den Hinweis ergänzt, dass die Forderungen nach einer Humanisierung der Arbeitswelt, die in den 1960er Jahren an Land erhoben wurden, auch die Verhältnisse an Bord beeinflusst hatten. Heute seien die modernen Konzepte des Personalmanagements in europäischen Ausbildungsstätten für zukünftige Schiffsoffiziere zwar weiterhin Lehrstoff, an Bord der Schiffe aber sei es zu einem Rückfall in frühere Praktiken gekommen. Verstärkt worden sei diese Entwicklung durch die Tatsache, dass an den Seefahrtsschulen der Herkunftsländer vieler Seeleute eine Art paramilitärischer Geist der Disziplin herrsche. Im Resultat finden sich an Bord heute ganz überwiegend wieder strikt hierarchische Kommandostrukturen. Sie sind dysfunktional für den Schiffsbetrieb,
Denn damit ein Schiff sicher von A nach B gelangt, bedarf es heute ebenso wie früher der gelegentlichen selbstständigen Initiative von Mitgliedern der Crew. Das aber, so Marie Grassmeier, verhindert nicht, dass die Fassade einer Betriebsführung, die ausschließlich auf Kommando und Disziplin basiert, manchmal um jeden Preis aufrechterhalten wird. Und doch gibt es ihr zufolge nicht nur Initiative und gegenseitige Hilfe unter allen Mitgliedern der Crew, sondern gelegentlich auch die Bereitschaft europäischer Seeleute, ihre Kenntnisse über ethnische Grenzen hinweg zu vermitteln. Ihre These, dass die früher national geprägten seemännischen Arbeitskulturen heute durch eine globalisierte Arbeitskultur abgelöst worden seien, erläutert sie mit dem Hinweis auf die vielen ungeschriebenen Gesetze im Arbeitsalltag von Seeleuten. Nicht nur gleichen sich auf den Schiffen der Welthandelsflotte viele Arbeitsabläufe, sondern es gleichen sich auch viele der mit solchen Abläufen verbundenen sozialen Praktiken. Seeleute, die heute ja damit rechnen müssen, mit jedem neuen Heuervertrag auf ein anderes Schiff vermittelt zu werden, können sich deshalb aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung mit ungeschriebenen Verhaltensanforderungen auch auf anderen Schiffen schnell zurechtfinden. Diese Erfahrungen machen es Marie Grassmeier zufolge möglich, dass Seeleute ihre Arbeit nicht nur als eine Möglichkeit ansehen, um sich selbst und ihre Familien zu versorgen, sondern als die Ausübung eines Berufs. Ich gratuliere. Ja, Laura Horn hatte Birgit Mahnkopf schon gesagt, die Kinder sind krank geworden, deswegen konnte sie leider nicht kommen heute Abend. Und sie hat aber ihre Laudatio aufgenommen für uns auf Video in Roskilde. Und ich versuche das jetzt mal hier abzuspielen. Ich hoffe, das funktioniert. Dear Madeleine, dear audience, dear audience, Schmidt Award Ceremony 2021. Many congratulations on winning the award for your PhD thesis, Reproductive Unrest, Understanding Struggles Over Water in Australia and Ireland, dear Madeleine. I'm very sorry that I'm not able to join you in person in Bremen, but I hope that you're all enjoying the inspiring program and that all three award winners are recognized and celebrated for their great achievement. It was certainly a great pleasure to be a member of the jury this year and to get engaged with wonderful critical political economy work. It makes me hopeful that we have such brilliant Nachwuchswissenschaftler. Reproductive Unrest is a thesis that makes crucial contributions in several regards. Allow me to speak to three of them. The overall position of your work within academic discussions, your nuanced theoretical and analytical framework, as well as the rich empirical focus and data collection of your work. Fundamentally, you argue, the, as you call it, reimagination of and social struggles over water as commodity are a historically specific manifestation of accumulation crises of capital, global capitalism, in particular after the global financial crisis, as are the attempts by capital to fix and resolve these crises. Here, you intervene in the increasingly expansive literature on the politics of water, in particular debates on the expropriation of water. The thesis locates local processes of water grabbing within the global political economy and hence insists on the relationship between these processes and their contestation and resistance to global structuring processes. Water, the thesis tells us, has to be understood in its integral relation between nature and social reproduction, as sites for accumulation, but also, crucially, as sites of resistance. In your thesis, you center the agential dimension of these social struggles, based on rich empirical research with activists and participants in. In terms of your theoretical frame, your work puts forward a labor-centered analysis that is fundamentally informed by social reproduction theory. This matters. It matters as it engages these discussions with the growing body of literature of ecological Marxism,
There's much to learn across these still often too distant and too distinct debates. You are unequivocal in that your analysis has to take seriously labor as emergent class relation, and then what that means for your theoretical tools, such as, for instance, accumulation of dispossession. You re-articulate this to capture agency and social struggles so that in your framework, crisis dynamics move into and through what Nancy Fraser calls the background conditions of possibility for capitalism. In your thesis, the spatial fix is actually seen as a spherical temporal fix, which allows for a much more comprehensive analysis, also bringing in spheres of social reproduction. In general, your confident engagement with historical materialist concepts merits much recommendation. You draw on complex theoretical frames such as Bob Jessop's state strategic relational understanding of the state without succumbing to an overly abstract or formalistic reading of them. The discussion of authoritarian neoliberalism informs your understanding of state agency and strategy without taking away your key focus on labor and class agency and without fetishizing or normalizing neoliberalism. And this really is a core strength of your thesis: the integration, utilization, and application of a complex theoretical and conceptual toolbox for an impressive empirical analysis. Now, the thesis is based on a comparative study of two cases, namely Australia and Ireland. In Australia, you say water as nature is expropriated by the global gas industry. And in Ireland, water has become a new site for capital accumulation. Water, in particular, its infrastructure in major restructuring processes. So why Australia and Ireland, one could ask? That's actually an important and innovative aspect of the thesis in terms of methodology, but also in terms of informing us what is happening in the global economy. Neither are developing countries, neither are emerging economies. So why do we see water struggles here? It's not like there are structural adjustment conditionalities that are at play here. You tell us that it is actually their positioning within the global political economy, as well as respective state accumulation strategies that we need to take into consideration. You point towards crisis tendencies in these accumulation strategies, in positionings of dependency that they find themselves on, as well as specific but also surprisingly similar political manifestations and articulations, in particular in the dominant capital factions and the larger sort of political groups, dominant political groups at state level. The thesis here utilizes an incorporated comparison, as you call it. This is methodologically innovative. It is also very much evidence to you taking your research methodology very seriously and deep, which can only strengthen your historical materialist analysis, of course. You proceed in three steps. For each case, you ground the expropriation of water in a broader discussion of the social relations of production. Then at the second step, you look at the level of the state to discuss the ways in which state institutions, state actors, state strategies condition these struggles over water to enable specific forms of accumulation. And third, then you move into the contestation and resistance of these processes, where you look at social class alliances, strategies, as well as emergent collective political subjects. Your research draws on a range of documents and reports, and in particular, an impressive number of interviews with activists, participants in movements, with state and government officials, with representatives of these industries. An enormous amount of work has gone into your thesis, and it really shows in the depth of your empirical material. Your work offers a nuanced reading of the potential and the limits, mind you, of political mobilization of water struggles across these new alliances. You also bring in a foundational understanding of the post-colonial underpinnings of these social struggles. Clearly,
And this is also important to point out, in particular when we do historical materialist research, clearly you have much respect for the people you work with and you write about, without romanticizing these communities and their agency. Now, water as a key site of accumulation and struggles over social reproduction is already a reality for many human beings. It is also a frightening scenario in much science fiction. Think about Mad Max Fury Road. So we will all be in the years to come, think about water expropriation, water grabbing more and more and more. Your work, I think, with its analytical strength and its relentless insistence on emancipatory perspectives, can really provide us hope and ways forward here. Now, when I was going through your work again for this occasion, and in this context, reflecting on the link to Jörg Hufschmidt's work, it struck me that neither of us have actually met Jörg Hufschmidt in person when he was still alive. At least I assume that's the case also for you. And yet, as you can see, there's actually much legacy here, which speaks to the strength of this award, but it also speaks to the strength of the current generation, young generation of critical political economists. Take his indefatigable push for critical interdisciplinary political economy analysis. Analysis that highlights agency, while at the same time maintaining the need to understand concrete political and social processes against the broader structural changes in the global economy. Stuart Hall at one point insisted on, we need to analyze the conjuncture we're in before moving into the pessimism of the intellect and the optimism of the will, if you want. This conjunctural reading and the need to have this conjunctural analysis is also very strong in Jörg Hufschmidt's work, and it is strong in your work. It is, in fact, one of, I think, the central arguments that comes forward in your understanding of the water crisis. Madeleine, I think this award is very well deserved. As an engaged activist academic, you're also carrying forward Jörg Hufschmidt's spirit. You're an experienced activist in trade union and community organizing, both in civil society and academia. Your work is not limited to academic discussions, but you've also put much effort into making it accessible to activists and practitioners, for instance, in a publication with the Rosa Luxemburg Foundation Brussels. You have decided to continue your academic trajectory in Germany, for which you perhaps deserve a recognition of bravery in itself, given the precarity and working conditions for early career researchers. Your internal perspective can bring a much needed contribution to discussions both within German academic circles and the critical social society community more broadly. I look forward to reading the book publication of your thesis that will hopefully come out with the Wonderful Progress in Political Economy series at Manchester University Press next year. And most of all, I'm looking forward to following your academic and political work over the years to come. Congratulations on the Jörg Hufschmidt Award 2021, Madeleine. Again, apologies that I can't join you. You might have heard the cat background here. I hope that there will be many other opportunities for us to meet and so that I can also learn from your work. I hope you'll all have a wonderful evening. Thank you very much and congratulations again to all winners. Ermöglicht von Roskilde und alles Gute für deine Kinder. Ciao. Okay, ja, vielen, vielen Dank. Ich werde auch in Englisch sprechen, weil, ja, I feel a bit more confident speaking in English. yeah, just a few really short words
I want to say a big thank you to Laura and to the selection committee, also to the fellow prize winners. It's a real honor to share this with you. So I hope we can share a drink afterwards and celebrate. Hope to continue the legacy of Jörg Hafschmidt in these many multiple ways that have been explained already. You know, as many people in this room have probably already gone through the PhD process, it is not easy. and doing it or finishing it over the last 24 months, first off from Australia, where we, as you would have heard, went through some horrific bushfires, where I was trying to finish whilst the sky was literally red and you could taste the ash as soon as you went outside. As soon as we had finished that emergency, we lurched straight into Corona, another kind of form of the environment, making itself very felt, and the crisis being one that we're actually living through. This can also lead to a lack of motivation to finish a PhD when the world is collapsing around you, but it also reaffirmed the importance of getting a lot of these people's voices out, and also some of the arguments that they were making and that I hope I gave justice to in my thesis. And you know, builds on Jörg Hafschmidt's demand that there are alternatives. And this is that there are alternatives of policy, there's alternatives of the state, which Corona has shown, and that this climate crisis also demands that too. A lot of these seeds were already there in these social movements that I was looking at, in Ireland, especially around the social reproduction in the state, a crisis that has only become much stronger now through Corona. And in Australia, the dominance of the fossil fuel industry and what that means for the water crisis today. What I've seen in the last 18 months is that where these arguments maybe were fringe when I started have become quite mainstream now, which is both good and, you know, maybe not so good this means that the crisis is a kind of more felt in the everyday. So yeah, I want to thank you very much for this opportunity. Thank you to the Rosa Luxemburg for making this financially possible to do a PhD. I had a lot of support from them over the last 4 years. My friends and family as well, and in particular my partner, Christopher Wallace, who gave me the confidence to start this and the support to finish. So yeah, thank you very much. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, die Laudatio zu der mit dem Jörg Hafschmidt-Preis ausgezeichneten Dissertation von Simon Schaub hier halten zu dürfen. Der Titel der Arbeit lautet Technopolitik von unten, algorithmische Arbeitssteuerung und kybernetische Proletarisierung. Simon Schaub trägt mit seiner Dissertation zur Analyse dessen bei, was gemeinhin als Digitalisierung bezeichnet wird. Aber während dieser Diskurs ja sehr diffus ist, ist an der Arbeit von Simon Schaub zunächst mal wohltuend, dass der Gegenstand präzise eingegrenzt ist und dass die ganze Darstellung auch sehr verständlich ist. Es geht hier um digitalisierte Ressourcenplanungssysteme, mit deren Hilfe der Einsatz der Arbeitskraft in Unternehmen geplant und organisiert wird und vor allem um digitalisierte Arbeitsleitsysteme, die die Beschäftigten bei der Arbeit anleiten, ihre Überwachung ermöglichen und ihnen ein permanentes Feedback über ihre Arbeit geben. Beispiele sind etwa der Handscanner, der den Beschäftigten im Lager- und Verpackungszentrum eines Online-Versandhändlers dirigiert und ihm anzeigt, wie er zu gehen hat, um eine Ware aus einem Regal zu holen, oder die App auf dem Mobiltelefon eines Fahrradkuriers, die ihm nicht nur anzeigt, wie er zu fahren hat, um Essen auszuliefern, sondern die auch überwacht, wie lange er dafür gebraucht hat und ihm seine eigene Leistung permanent vor Augen führt. Die Kombination der Ressourcenplanungssysteme und der Arbeitsleitsysteme bezeichnet Simon Schaub als algorithmische Arbeitssteuerung. Er beleuchtet die Praxen und Kämpfe, die mit der Einführung, Anwendung und Regulierung der algorithmischen Arbeitssteuerung verbunden sind.
Simon Schaub hat mehrere Betriebsfallstudien in Industrieunternehmen, im Online-Versandhandel und bei einem Essenslieferdienst durchgeführt. Er hat mit Managern und Programmierern, mit Betriebsräten, mit Arbeiterinnen und Gewerkschafterinnen gesprochen. Er hat mehrere Monate als Kurierfahrer und in der Elektroindustrie gearbeitet und dort teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Mit dem Begriff der Technopolitik verweist Simon Schaub darauf, dass die kapitalistische Produktion aufgrund des ihr innewohnenden Klassengegensatzes permanent umkämpft ist und dass eine Verausgabung der Arbeitskraft, die die Produktion und Aneignung von Mehrwert ermöglicht, keineswegs selbstverständlich ist. Dies gilt auch für die Entwicklung und Anwendung der Produktivkräfte, also auch für die digitalen Produktionstechnologien. Simon Schaub zeigt, dass die technische Entwicklung keineswegs ein neutraler Prozess ist, der sich gleichsam naturgesetzlich vollzieht, sondern dass die Entwicklung, Implementierung und Aneignung neuer Technologien von den Klassenauseinandersetzungen in verschiedenen Arenen abhängt. Er unterscheidet eine Regulationsarena, eine Implementierungsarena und eine Aneignungsarena. In der Regulationsarena werden die Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Anwendung der neuen Technologien, zum Beispiel durch staatliche Industriepolitik oder durch Tarifverträge, gesetzt. Hier stoßen die Interessen von Unternehmen, Unternehmerverbänden und Industriegewerkschaften aufeinander. Gleichzeitig greift der Staat in diesen Konflikt vermittelnd ein. Simon Schaub diagnostiziert, dass die Gewerkschaften des DGB überwiegend eine gestaltungsorientiert kooperative Technopolitik verfolgen, die die Einführung neuer Technologien nicht grundsätzlich ablehnt. Teilweise kritisieren die Industriegewerkschaften sogar die Unternehmen, weil sie neue Technologien nicht schnell genug einführen. Die gestaltungsorientiert kooperative Technopolitik der Gewerkschaften führt aber zum Teil zur Entfremdung von den Beschäftigten, wenn diese die neuen Technologien als intensivierte Ausbeutungs- und Herrschaftsmechanismen wahrnehmen und von den Gewerkschaften einen stärkeren Widerstand gegen deren Einführung erwarten. Es kommt also nicht nur zu Konflikten zwischen Kapital und Arbeit, sondern auch zu Konflikten zwischen den Beschäftigten und intermediären Akteuren wie Gewerkschaften oder Betriebsräten, die deren Technokorporatismus in Frage stellen. Dies führt in einzelnen Fällen auch zur Entstehung neuer Betriebsgruppen, die ein eher antagonistisches Modell gewerkschaftlicher Politik verfolgen. In den untersuchten Unternehmen der Plattformlogistik, also bei dem Online-Versandhändler und bei dem Essenslieferanten, wo die etablierten Gewerkschaften eher schwach oder gar nicht vertreten sind und die unternehmerische Technopolitik zunächst umfassend durchgesetzt wurde, entwickeln sich eher antagonistische Widerstandsformen. In dem Maße, in dem dieser Widerstand erfolgreich ist, führt er jedoch auch zu neuen Formen der Institutionalisierung des Konflikts, etwa zur Entstehung von Betriebsräten. Insofern ist weder das gestaltungsorientiert kooperative noch das antagonistische Modell gewerkschaftlicher Politik gänzlich stabil, sondern das eine wird jeweils durch das andere unterminiert. In der Implementierungsarena entscheiden die Kalküle des Managements und soweit vorhanden auch die Strategien der Betriebsräte darüber, ob und wie neue Technologien auf der betrieblichen Ebene implementiert werden und wie sie sich auf die Arbeit und die Beschäftigten auswirken. Simon Schaub unterscheidet im Anschluss an Sabine Pfeiffer drei Zielsetzungen des Managements, die im Allgemeinen mit der Technisierung von Arbeit verbunden sind. Erstens Arbeitsersparnis, zweitens Effektivitätssteigerung und drittens Prozesskontrolle. Im Gegensatz zu manchen anderen Prognosen bezüglich der Folgen der Digitalisierung geht Simon Schaub nicht davon aus, dass es zu einer umfassenden Automatisierung und zu einem radikalen Beschäftigungsabbau kommt. Angesichts niedriger Wachstumsraten seien die Erwartungen an die Profitabilität von Investitionen in avancierte Robotik eher gering. Daher hätten diese in den letzten Jahren eher ab als zugenommen. Sofern billige Arbeitskraft zur Verfügung steht, lohnt sich eine umfassende Automation für die Unternehmen oft nicht. Sie ist im Vergleich zu teuer. Die Einführung digitaler Arbeitsleitsysteme stellt sich insofern auch als eine Alternative zur Vollautomation dar. Freilich ermöglicht die mit den Arbeitsleitsystemen verbundene Vereinfachung der Arbeit auch eine Arbeitsersparnis. Aber diese beruht eben nicht auf der vollständigen Verdrängung des Arbeiters, sondern geht eher mit der Intensivierung und Verdichtung der Arbeit einher.
In dem Maße, in dem das implizite Wissen der Beschäftigten auf die Arbeitsleitsysteme übertragen bzw. durch sie ersetzt wird, kommt es auch zu einer Dequalifizierung und Entwertung der Arbeitskraft. Gleichzeitig verändert sich durch die algorithmische Arbeitssteuerung die Kontrolle der Arbeit. Die neuen Technologien bringen in der Regel neue Überwachungsmöglichkeiten mit sich. Die während der Arbeit generierten Daten werden teilweise vom Management für eine effektivere personale Kontrolle der Arbeiter genutzt. Teilweise werden aber auch persönliche Anweisungen durch Vorgesetzte vollständig oder nahezu vollständig durch eine indirekte Steuerung ersetzt, bei der die Beschäftigten zwar bestimmte Aufgaben oder Zielvorgaben erhalten, für die Art und Weise, wie sie sie erfüllen können, aber selbst verantwortlich sind. In diesem Fall kontrollieren sich die Arbeiter gewissermaßen selbst und unterliegen einem Anreiz zur permanenten Selbstoptimierung, die ihnen durch die Daten nahegelegt wird, die sie durch ihre Arbeit selbst generiert haben und die sie durch die algorithmische Arbeitssteuerung als permanentes Feedback erhalten. So wird einem Arbeiter zum Beispiel angezeigt, ob er für bestimmte Arbeitsschritte länger als normal gebraucht hat oder ein elektronischer Arbeitshandschuh beginnt zu vibrieren, wenn durch die eingebaute Sensorik festgestellt wird, dass der Arbeiter seine Hand nicht in einer effektiven Art und Weise bewegt hat. Die kontrollierte, feedbackbasierte Selbstorganisation der Beschäftigten begreift Simon Schaub als Verwirklichung kybernetischer Managementvorstellungen, die zugleich Prinzipien der Lean Production aufgreift und eine neue Welle der systemischen Rationalisierung bedeutet. Durch die feedbackbasierte Selbstoptimierung sollen vor allem Pausen und sogenannte Todzeiten eliminiert und Taktzeiten verkürzt werden. Dies ist an sich nicht neu. Neu ist aber, dass hier die früheren tayloristischen Zeitstudien überflüssig werden, weil das digitale Tracking des Arbeitsprozesses, wie Simon Schaub schreibt, quasi eine Zeitstudie in Permanenz darstellt. Die Implementierung dieser neuen Kontrollformen geht jedoch keineswegs reibungslos vonstatten. Die lohnabhängig Beschäftigten eignen sich die neuen Technologien auf ihre eigene Weise an, sodass neben der offiziellen Technokultur der Unternehmen auch widerständige Subkulturen entstehen. Die Auswirkungen der algorithmischen Arbeitssteuerung sind widersprüchlich. Zunächst bedeuten die digitalen Arbeitsleitsysteme durchaus eine Arbeitserleichterung. Das unmittelbare Feedback in Form eines ständigen Datenstroms empfinden viele Beschäftigte jedoch als Belastung. Es führt zu Selbstoptimierungsstress. Die unpersönliche Kontrolle führt daher auch zu Widerstand. Beschäftigte missachten die Feedbacks und verlernen systematisch die Selbstoptimierung. Simon Schaub schreibt, Zitat, die meisten Befragten berichten, dass sie sich zu Beginn viel abverlangten, um die Vorgaben einzuhalten und auf die Feedbacks zu reagieren. Später geben fast alle diese Anstrengung auf. An die Stelle der Selbstoptimierung tritt also nach einer gewissen Zeit der Dienst nach Vorschrift. Eine weitere Form des Widerstands nennt Simon Schaub technologischen Ungehorsam. Er besteht darin, die digitalen Technologien anders als im vom Management intendierten Sinne zu nutzen. So müssen die Fahrradkuriere zum Beispiel über ihre App bestätigen, wenn sie ein Essen ausgeliefert haben. Wenn sie eine Pause brauchen, zögern sie die elektronische Bestätigung hinaus, nachdem sie das Essen ausgeliefert haben, um zu verhindern, dass sie gleich zum nächsten Auftrag weitergeschickt werden. Neben den individuellen gibt es auch kollektive widerständige Aneignungspraktiken, die Simon Schaub als Technopolitik von unten bezeichnet. Beschäftigte machen sich gemeinsam über die Dysfunktionalität neuer Technologien lustig, etwa über einen Transportroboter, der in der Fabrikhalle ständig irgendwo anstößt und von ihnen Fifi genannt wird. Durch den subversiven Humor artikuliert sich eine gemeinsame Haltung, eine gemeinsame Distanz gegenüber den neuen Technologien. Weiterentwickelte kollektive widerständige Praktiken sind etwa die Gründung von Betriebsgruppen, der Aufbau eigenständiger digitaler Vernetzungen unter den Beschäftigten und schließlich Streiks und Demonstrationen. Wenn beispielsweise Fahrradkuriere, die nur wenig mehr als den Mindestlohn erhalten und davon auch noch ihre Arbeitsmittel wie das Fahrrad und das Mobiltelefon selbst bezahlen müssen, Fahrradschrott vor der Unternehmenszentrale abladen, um eine Verschleißpauschale einzufordern.
Simon Schaubs Befunde verdeutlichen, dass die algorithmische Arbeitssteuerung zwar Mittel intensivierter Ausbeutung und Herrschaft ist, dass die Beschäftigten aber den neuen Technologien keineswegs hilflos ausgeliefert sind und durch ihren Widerstand selbst die Richtung der Entwicklung beeinflussen. So konnte zum Beispiel der smarte Arbeitshandschuh, von dem vorhin kurz die Rede war, wegen des Widerstands der Beschäftigten letztlich doch nicht eingeführt werden. Die lückenlose Kontrolle und vollständige Atomisierung der Beschäftigten, die immer wieder als Resultat der neuen Technologien behauptet wird, erweist sich als Mythos. Simon Schaub fasst seine Befunde mit dem Begriff der kybernetischen Proletarisierung zusammen. In diesem sich wiederholenden zyklischen Prozess folgen verschiedene Phasen aufeinander. Der dequalifizierten Flexibilisierung folgt die Verdichtung der Arbeit. Dann folgt auf einen Schub der datenbasierten Automatisierung eine Reintegration menschlicher Arbeitskraft. Wichtig scheint mir unter dem Gesichtspunkt der Klassenanalyse Simon Schaubs Plädoyer, nicht so sehr das Arbeiterbewusstsein oder Klassenbewusstsein bzw. die Ideologie der Akteure zu untersuchen, sondern ihre Praxen. Simon Schaub stellt zu Recht heraus, dass Diskurse und Einstellungen sich schnell ändern können und Momentaufnahmen der ideologischen Kräfteverhältnisse nicht sehr aussagekräftig sind. Oft zerfallen ja Doktorarbeiten in einen Theorieteil und einen empirischen Teil, die manchmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das ist bei Simon Schaub nicht der Fall. In der gesamten Darstellung gelingt ihm eine enge Verzahnung zwischen der Präsentation der empirischen Befunde und der theoretischen Reflexion, die auf umfassenden Kenntnissen der Arbeits- und Industriesoziologie und nicht nur dieser beruht. Was die Jury aber vor allem für diese hervorragende Arbeit eingenommen hat, ist die Empathie für die arbeitenden Menschen, die Perspektive von unten, die hier zur Geltung kommt. Simon Schaub stellt die lohnabhängig Beschäftigten ganz im Sinne von Karl Marx und Jörg Hufschmidt als Subjekte dar, die ihre Geschichte selbst machen, wenn auch nicht unter selbstgewählten Bedingungen. Ich gratuliere dir ganz herzlich, Simon, zu dieser großartigen Arbeit. Ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig über diese Auszeichnung. Es ist bestimmt immer toll, irgendeinen Preis zu bekommen. Den Hufschmidt-Preis zu bekommen, ist wirklich der Wahnsinn. Das hat, glaube ich, ein sehr kluger Schriftsteller mal gesagt, dass einen Preis zu bekommen, bedeutet, auf den Kopf gemacht zu bekommen. Und zwar, weil einen immer irgendwelche Herrschaftsinstitutionen zum Hof nahe machen wollen. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Und das ist das, was mich besonders ehrt, diesen Preis zu bekommen. Weil es ein Preis ist von Institutionen, die mir sehr viel bedeuten. Und von Personen, die mir sehr viel bedeuten. Und das ist wirklich das, was mich irgendwie sehr, sehr glücklich macht, diesen Preis zu bekommen und auch den zu teilen mit Arbeiten, die ich extrem beeindruckend finde von dem, was ich gehört habe. Und ich mich wahnsinnig darauf freue, die zu lesen. Und auch den Namensgeber Hufschmidt quasi mit dabei zu haben. Vorher wurde uns kurz gesagt, wir müssen jetzt in die Fußstapfen von Hufschmidt treten. Das ist total nett. Aber für mich sind diese Fußstapfen natürlich viel zu groß. Also nicht nur deswegen, weil ich glaube, noch viel lernen zu müssen, sondern vor allem auch, weil ich glaube, diese Arbeit ist einfach nicht mein Werk, sondern das ist das Werk von den Beschäftigten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, von mir natürlich auch, aber vor allem von diesen Menschen, mit denen ich gemeinsam gekämpft habe und geforscht habe. Deswegen möchte ich auch das Geld, was mit diesem Preis verbunden ist, anteilig spenden an zwei Organisationen, die in dem Bereich, in dem ich geforscht habe, sehr wichtige Arbeit machen. Und zwar die Aktion Arbeitsunrecht. Das ist ein Verein, der einerseits Medienarbeit macht für insbesondere in Arbeitsfeldern, wo extrem prekäre Beschäftigung vorherrscht.
und aber auch konkrete Unterstützung leistet in diesen Feldern und Betriebsräte mit aufbaut und konkrete Rechtsberatung macht. Und die machen sehr wichtige Arbeit. Und andererseits, was ich auch in der Arbeit und in der Beschäftigung mit der algorithmischen Arbeitssteuerung immer wieder als extrem wichtig empfunden habe, die internationale Vernetzung von Beschäftigten, weil gerade durch die algorithmische Arbeitssteuerung ist es so, dass zum Beispiel Streiks recht leicht abgepuffert werden können, indem man einfach Materialfluss und Arbeitsfluss verschiebt zwischen auch verschiedenen Standorten und so weiter. Und da ist es wichtig, dass sich Beschäftigte nicht nur in den klassisch national orientierten Gewerkschaften organisieren, sondern auch eben international. Und das passiert auch in den Feldern, die ich untersucht habe, mehr als in anderen Feldern, auch weil da die Arbeit international fast identisch ist und die Leute sich sozusagen ja deswegen auch mehr solidarisieren können. Und eine Organisation, die da hervorragende Arbeit leistet und die auch zum Gelingen meiner Dissertation beigetragen hat, ist Thai International. Das ist ein Netzwerk von Gewerkschaftsaktiven, die den internationalen Austausch von Gewerkschafts- und Strategiewissen vorantreiben. Ja, vielen Dank nochmal. Ich freue mich wahnsinnig über diese Ehrung und ich freue mich auf den Austausch nachher. Danke. Ja, danke nochmal von Seiten der Jury an diese drei Arbeiten. Ich kann Ihnen versichern, wir haben diese Arbeiten wirklich alle mit großer Freude gelesen. Das ist ehrlich gesagt nicht immer der Fall, wenn man auf der Suche nach einer preiswürdigen Arbeit ist. Aber wir haben die alle mit großer Spannung gelesen und ich hoffe sehr, dass möglichst alle diese Arbeiten auch noch durch irgendeinen Kanal, also ob es eine Buch- oder Aufsatzpublikation ist, ein breiteres Publikum finden können, weil alle drei Arbeiten waren für sich einfach auch wunderbar zu lesen. Das ist leider bei akademischen Qualifikationsarbeiten seltener der Fall, das kann ich Ihnen sagen. Und deswegen war es auch eine große Freude, nicht nur zu sehen, wie Sie geforscht haben und trotzdem irgendwie Theorie dabei zur Anwendung gebracht haben, sondern auch, wie Sie geschrieben haben. Also ich hoffe, das ist ein Signal, dass heutzutage Nachwuchswissenschaftler wieder etwas freier werden und sich von diesem scheinbar angesagten akademischen Diskurs, der in der im Prinzip ja nur ein Ausschließungsdiskurs ist, sich davon befreien und so schreiben, dass es eine Freude ist, dass auch Nicht-Akademiker es gut lesen können. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass Ihre Ergebnisse auch eine große Verbreitung finden können. Und jetzt haben wir, wenn nichts anderes angesagt ist, in der Tat den informellen Teil, wo jeder so viel reden darf, wie er will und es keine Zeitbegrenzung mehr gibt. Dankeschön an alle Beteiligten. Also, wir müssen um 22 Uhr hier raus, aber nein, man kann natürlich woanders auch noch weiterreden danach. Ich wollte noch darauf hinweisen, eins der Bücher ist ja schon erschienen, eine der Dissertationen von Simon Schaub, und es liegt auch da hinten aus, mehrere Exemplare, also wer will, kann es sogar, glaube ich, erwerben dort bei Simon Schaub.